Nichts? So, hallo zur Ah, neunten hallo. Sendung Illuminati und Erleuchtung. Na wunderbar. Heute zu Gast Jo Konrad von Bewusst TV und Secret TV. Hallo Ciro. Einen wunderschönen guten Abend dir heute Abend. Ich werde heute auf beiden Kanälen ein bisschen zuhorchen und mich auch einbringen. Sage viel Spaß euch hier in der Runde und ja, bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend auch Herr Konrad. Hallo. Ja, Das bitte, Joe Konrad, und ich denke, also ich bin auch mal du einverstanden, wenn das okay ist. alles klar. Hallo Joe. Und jetzt hört schon das Telefon und ich bin mein Background. Dankeschön. So, also zur neunten Sendung jetzt auf okitalk.com live oder als Podcast dann auf cracker.info. Und ich begrüße Jo Konrad, du wirst es wahrscheinlich auch publizieren. Wenn ja, wo? Ja, wenn Bewusst TV ist jetzt der Sender, wo ich sehr, 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 sehr viel mache, Internet halt bewusst.tv. Natürlich im Grunde ein Fernsehprogramm, lasse ich hier jetzt auch eine Videokamera laufen und nehme mich selber auf, aber die Okay, Sendung eben okay. vom Ton. Ob das für Okay, uns so okay. interessant ist. Okay, super. Also wir werden sehen. Wir haben ja jetzt praktisch, wie ich schon sagte, die neunte Sendung über Erleuchtung Illuminati, und jetzt werden wir ins Gespräch gehen. Das letzte Mal hatten wir auch schon einen Autoren. So viel vorab. Du hast neun Bücher geschrieben, ein Video über Illuminati und warst auch mit Jan van Helsing auf Secret TV aktiv. So, Vier Bücher, nicht übertreiben. Entschuldigung. Neunte Auflage ist erste, okay, aber nur vier Bücher. Okay, super. Also, ich, um ein Gesprächsbasis zu finden, habe ich jetzt erstmal um die Ordnung einzuhalten aller vergangenen Sendungen, lese ich dir jetzt eine kurze und knappe und knackige Definition von Illuminati vor, und dann unterhalten wir uns über die Illuminati, ja? Okay, vor allen anderen Themen behandle ich jetzt, um Missverständnissen vorzubeugen, den Begriff der Erleuchtung, auch als Illuminati bezeichnet. Dazu unterscheide ich zwischen der persönlichen und der technischen Erleuchtung. Der Unterschied zwischen der persönlichen Erleuchtung, die sich Heilige nennen, und der technischen Erleuchtung durch Erkenntnis, eine Mentalität der Eingeweihten. Der signifikante Unterschied zwischen den beiden Arten der Illuminaten ist, dass es für Erleuchtete, die technisch und durch Erkenntnis mit Wissen Illuminaten sind, manche nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, sondern alles als notwendig erachten, dass der Ideologie und Zielsetzung mit anderen der organisierten Illuminati übereinstimmt. Siehe, der Zweck heiligt die Mittel. Dem entgegengesetzt handeln persönliche, in Klammern körperlich-geistige Illuminaten bzw. Heilige, bei denen das dritte Auge geöffnet ist. Das heißt, alle Chakren sind offen und die Kundalini-Kraft kann ungehindert bis ins Gehirn steigen. Die Heiligen, deren Heiligenschein manche sehen können, unterscheiden sehr wohl zwischen Gut und Böse, da durch ihre erweiterten Sinne ein schadvolles Verhalten anderen gegenüber unerträglich für sie wäre und sich als Karma niederschlagen würde. Kurz gesagt, die Einstellung der eingeweihten technischen Illuminaten steht den sensitiven, echten Illuminaten gegenüber. Sagen wir also zu den Heiligen erleuchteten persönliche und zu den Erleuchteten durch Wissen und Erkenntnis technische Illuminaten. Weder bin ich in einer Loge noch irgendeinem anderen Geheimbund, sondern habe mir durch Erfahrung in der Offenbarung diesen Kenntnisstand angeeignet. Ja, Jo, ich begrüße dich erstmal. Wir gehen, bevor wir ins freie Gespräch gehen, erstmal ins Interview. Was, soll ich sagen? Beginnen wir mit den technischen Illuminaten von Adam Weishaupt? Ja, ich müsste sehr ausholen und würde vieles dazu sagen wollen, wenn ich darf, einfach als Stellungnahme. Erstmal, die Illuminati sind nicht die bayerischen Illuminaten, die nach Adam Weishaupt gegründet wurden. Ich denke, das geht viel weiter und viel tiefer. Die wäre eigentlich auch dann, hätten sich schon aufgelöst, also würden gar nicht mehr existieren. Aber ich glaube, das ist eben nur das, was
kulturell auch bekannt ist, aber nicht unbedingt das volle Programm sein muss. Das andere, was ich sagen möchte, ist ganz wichtig, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir behaupten, etwas zu wissen. Möglicherweise ist es ganz anders. Es ist ja nicht so, dass irgendwo steht, die Illuminati sehen sich so und so. Es gibt zwar Hinweise, du hast es irgendwo bekommen und dir das so oder du verstehst es so. Ja, richtig. Das ist meine Interpretation. Ich würde zu dem Begriff Erleuchtung erstmal vielleicht was sagen und dann daraus auch ableiten, wie du auch sagst, die Unterscheidung gut-böse und so weiter. Darf ich da ein bisschen ausholen? Ja, das ist mir ganz, ganz recht. Das wäre mir sehr lieb. Also ich weiß natürlich nicht, was Erleuchtung ist. Ich habe manchmal ganz kurze Augenblicke gehabt, wirklich nur Sekunden, wo ich das Gefühl hatte, wirklich einen allumfassenden Überblick über eine Situation zu haben, zum Beispiel, wo man also innerhalb einer Sekunde quasi das alles Wissen hat, was ich natürlich nicht festhalten kann, und sobald das vorbei ist, das ist nun etwas, was vom Verstand eigentlich nicht zu verstehen ist, in einem Zustand, den ich gerne länger hätte, der wirklich, wo man alles in seiner Gesamtheit sieht und dann auch sieht, dass alles voller Liebe ist und alles wunderschön ist. Und Ich möchte dich kurz bitten, wenn du im Hintergrund Downloads oder Skype oder sonst was anhast, das auszuschalten. Du hast kurze Aussetzer. Also meine Meinung, ja, bitte. Jetzt ging es gerade wieder. Geht jetzt besser? Ja, wunderbar. Ob das jetzt der Zustand der Erleuchtung ist, jedenfalls ist das, ich habe da kurze Einblicke, wie gesagt, bekommen, die ich so auf 3D und mit Worten jetzt gar nicht beschreiben kann. Ständig drin sind. Wahrscheinlich kann man das in der 3D-Realität so gar nicht oder beschreiben. Nochmal ganz kurz die Frage, hast du einen Download am Laufen oder Skype online? Das stört ein bisschen die Mumble-Verbindung. Nein, ich glaube, der hat einfach einen Regler, hier gerade hier bei Werner, erklärt das doch mal kurz. Jo, da gibt es einen Regler für die Erkennung des Pegels. Da solltest du das etwas nach links verschieben und dann auf Anwenden klicken. Danke an Werner. Okay, kleine technische Feinheit. Das ist halt natürlich beim Live-Radio so. Oder er benutzt Push-to-Talk. Ich habe jetzt also den Regler links etwas runtergeschoben, nach links geschoben. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja, wunderbar. Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich denke, dass diese Erleuchtung, die Religionen praktisch simulieren, dass man die fast gar nicht in Worte fassen kann. Ja, ja, das ist wirklich so. Ich habe das gehabt, aber eine ganz, ganz normale, alltägliche, sogar trostlose Situation auf 3D, auf der höheren Ebene wirklich wunderschön ist. Also stell dir vor, eine nächtliche Straßenkreuzung, es regnet, Mülleimer stehen draußen. Ich habe ja nachts Taxi gefahren teilweise. Und dann in dem Augenblick hast du auf einmal das Ganze aus einer höheren Warte, wo du dann sagst, selbst diese trostlose Situation ist voller Liebe, alles ist voller Liebe, die Mülleimer, dass sie geleert werden und die Ampel und was auch immer, die Autos. Und du hast einen Augenblick vollkommenes Wissen über alles, was jetzt damit zu tun hat. Wie gesagt, ist für den Verstand nicht zu erklären, aber das finde ich einfach ein Zustand, den ich kurz hatte. Aber gut, jetzt würde ich mal noch das weiter ausholen, was vielleicht dann in Richtung Illuminaten auch geht, wie die sich vielleicht selber sehen, dass man also unter Erleuchtung auch verstehen könnte, dass man eben, wenn man in dieser vielleicht ist oder es einfach nur auch annimmt, dass man dann sagt, es ist alles in Ordnung, so wie es ist, es ist alles gut. Wenn es nicht so wäre, gäbe es das nicht. Also wenn Gott zum Beispiel oder die Schöpfung das nicht wollte, gäbe es das nicht. Also auch das sogenannte Böse oder Negative, was wir als negativ ansehen,
ist aus irgendeiner Sicht, ich sag mal aus dieser Sicht, die ich dann auch kurz gehabt hatte, eben auch alles total sinnvoll. Das heißt, auch die leidvollen Erfahrungen sind dazu da, dass die Seelen, die sich hier inkarniert haben, etwas lernen, eben auch gerade aus Leiden, aus Krieg, aus Dingen, dass wir da aus Erfahrungen lernen können. Das ist eben hier auf 3D, auf der Erde als Schulungsplanet möglicherweise so zu sehen, und dass man dann gar nicht bewerten darf und sagen kann, jetzt bösen Kräfte sagen und die Guten stehen sich gegenüber. Das ist, kann man sagen, aber man sollte es vielleicht dann einfach gar nicht bewerten, sondern aus dieser Ebene wäre eben sowohl wie auf einem Schachspiel sowohl die weißen als auch die schwarzen Figuren richtig und wichtig, sonst gäbe es sie nicht und sonst gäbe es kein Spiel und sonst gäbe es auf der Erde keine Lernerfahrung. Wie gesagt, das kann man so sehen, muss man nicht, aber das ist vielleicht in diesem Zustand wirkt der Erleuchtung so, dass man eben gar nicht mehr bewertet, dass es irgendwelche bösen Kräfte und gute Kräfte gibt. Aber ich auf 3D, ich als Joe Conrad sehe das natürlich schon so, dass ich sehe, es gibt Dinge, die finde ich nicht so toll und welche, die finde ich. Das ist nur meine menschliche Bewertung, und ob die wirklich in einem erleuchteten Zustand auch so sein würde, kann ich halt nicht sagen. Okay, zu deiner persönlichen Entwicklung. Würdest du sagen, dass damals das die Erfahrung war, warum du dich der Wahrheit, vielleicht der Wahrheitsfindung so gewidmet hast, dass du jetzt praktisch einen Bekanntheitsgrad erreicht hast, den man also zu respektieren hat? Waren. Das ist natürlich schon ein innerer Trieb, also die Wahrheit zu suchen und dann auch weiterzugeben. Also als ich anfing mit all diesen Themen, das ist ja schon, ich weiß nicht, 10 bis 20 Jahre her, hatte ich einfach den inneren Drang, dass ich sagte, Mensch, das müssten alle wissen, weil wenn man das weiß, dann kann man halt sehr viel bewusster Leben umgehen. Man kann sein Leben verändern, man kann wirklich, ja, wenn man Ursache und Wirkung kennt, zum Beispiel, kann man sein Leben verändern. Das halte ich also für wichtig, und es wird ja weder an der Schule gelehrt, noch in der Kirche, noch. Ja. Und deswegen war mein Wunsch, ich fing damit an, dass damals gab es noch kein Internet, wirklich mit Zetteln, DIN A4 Blättern, wo ich Texte geschrieben habe, die man auf dem Fotokopierer dann eben kopieren und weitergeben kann. Wie gesagt, Internet gab es noch nicht. Ja, heute hat ein User einen Vergleich angestellt, du bist unser deutscher David Icke. Na, das finde ich sehr hochgegriffen, finde ich ein schönes Kompliment, aber David Icke ist natürlich ja, toller Typ, ich habe ihn ja mal besucht, ich weiß nicht, man kann auf, wer es gesehen hat auf YouTube. Ja, der macht auch einmalige Dinge. Jetzt die Frage, wie denkst du, dass man diese persönliche Erleuchtung erreicht? Hast du da eine Idee? Gute Frage. Ich kann diesen Zustand, den ich beschrieben habe, ja auch nicht halten, und ich denke, das ist möglicherweise in 3D, in diesem physischen Körper, gar nicht zu halten, sonst würde, wenn man den dauernd hätte, man wäre wirklich abgehoben und könnte gar nicht mehr in seinem täglichen Leben sozusagen auf in dieser physischen Welt die Erfahrungen machen, weil wenn man das alles so sieht, dann ist man wahrscheinlich das nur die Sicht, die man als Geistwesen haben kann. Wie man dahin kommt, ich denke, es fängt immer damit an, sich Dinge bewusst zu machen. Deswegen heißt Bewusst-TV auch Bewusst-TV, weil ich denke, das ist. Hört man mich noch? Weil ich mache die. Du musst die Sensitivität wahrscheinlich von dem Mikrofon erhöhen. Ja, wir könnten dann in den 2 Minuten dann vielleicht noch etwas ganz kurz noch zwischen uns beiden noch bequatschen, um das zu überbrücken. Vorschlag angenommen? Ja. Okay. Genau. Geht es so besser? Ja, ja. Ich hoffe. Ja, jetzt. Ja, das ist immer ein Versuch. Bitte sagt Bescheid.
Also, dass man sich einfach erstmal, denke ich, es gibt ein bestimmtes Wissen, was man haben sollte, Wissen über kosmische Gesetze. Ich glaube eben, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die wie Naturgesetze, wie die Schwerkraft einfach wirken, wie zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, was ich in die Welt gebe, kommt zu mir zurück, ist ein Gesetz, aber auch Gesetz der Polaritäten und was weiß ich, wie oben, wie unten und so weiter. Diese Gesetze, die einfach wirken und funktionieren, die sollte man meines Erachtens einfach, die kann man lernen oder man sollte sie zumindest mal gehört haben. Jeder kann ja sie glauben oder nicht, aber wenn es Gesetzmäßigkeiten sind, dann wirken sie einfach, wenn sie wahr sind. Also wie gesagt, kann man auch nicht glauben, aber sie wirken trotzdem. Deswegen fände ich das eine Grundlage, einmal die kosmischen oder die hermetischen, die sieben hermetischen Gesetze zum Beispiel zu lernen. Und möglichst danach zu handeln. Aber das danach handeln, das Umsetzen ist natürlich immer wieder die nächste Sache. Das heißt, wir werden immer wieder vor Situationen gestellt, wo wir uns so oder so entscheiden können. Und nicht immer machen wir Dinge, die, ja, wenn wir Ursache und Wirkung betrachten, die, wo wir gerne hin möchten. Und manchmal erschaffen wir uns Sachen, die wir gar nicht haben möchten, aber sind uns gar nicht bewusst, dass wir sie selber in unser Leben gezogen haben. Von daher denke ich also, um dahin zu kommen, sollte man sich erstmal diese Zusammenhänge, diese kosmische Ordnung bewusst machen und immer wieder im Leben auch überprüfen, wenn man in irgendeiner Situation ist. Setze ich mich immer zurück und sage, okay, was läuft hier jetzt gerade? Warum bin ich in so einer Situation? Habe ich mir das vielleicht selber erschaffen oder was könnte die Ursache dafür sein? Okay, ich habe jetzt mir das zugetragen worden, dass man die persönliche Erleuchtung durch eine einfache tantrische Übung erreicht, und zwar das zweimalige Trainieren am Tag des Beckenbodens. Ich weiß, es führt zu Belustigung mancherorts, aber es ist so, dass man dann weiße Blitze sieht und diesen Zustand erreichen kann. Also wurde mir zugetragen. Gehen wir doch zum nächsten Thema, und das sind die Protokolle der Weisen von Zion. Denkst du, dass die mit irgendwelchen Gruppierungen zusammenhängen, die sich Illuminati auch nennen? Gute Frage, da kann ich erstmal, es ist ein sehr heißes Thema überhaupt über sie, die Existenz dieser Protokolle überhaupt zu erwähnen, dann kommt man sehr schnell eben in die Ecke, in die man mich auch gerne schickt und steckt, und das ist, kann schon heikel sein, das ist wirklich nicht unbedingt, aber okay. Ich denke, wenn man da mal drin gelesen hat, sieht man sehr schön, dass da eben Dinge drinstehen, wie man Menschen oder sogar Menschenmassen kontrollieren oder manipulieren kann. Und ob jemand, der jetzt wirklich erleuchtet ist in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, nämlich dass man wirklich aus einer höheren Warte alles sieht und eben die ganz große Liebe in allem sieht und das sinnvolle Geschehen, dass das in Einklang zu bringen ist, also dass jemand, der wirklich diese Erleuchtungserlebnisse hat, dann Menschen manipulieren will und kontrollieren will, das geht für mich eigentlich nicht zusammen. Aber ich denke, wenn wir über die Illuminati reden, dass es dann wirklich da einen sehr starken Aspekt der Manipulation gibt. Und ja, das passt also wirklich nicht so richtig zusammen in meinen Augen. Genau. Dass sie sich selber, man muss ja auch so sehen, dass sie sich selber, dass sie haben Selbstverständnis sozusagen, dass sie positive und negative Dinge in die Welt setzen, damit wir uns frei entscheiden können, damit wir Wahlmöglichkeiten haben. Und sie sehen das sogar als Auftrag von Gott an, dass sie uns eben sowohl das Positive als auch das Negative und das Böse fördern, völlig neutral. Das halte ich eben, ja, es kann sein, dass es tatsächlich so ist, aber ich wage das zu bezweifeln, dass wenn man wirklich diese Erleuchtung hat, dass man dann zusehen kann, dass die Welt in diesem Zustand ist und sagen kann, ja, das ist alles in Ordnung. Man kann es vielleicht so sehen, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sagt, alles Negative in der Welt gibt es nur, damit Menschen eben Erfahrungen machen können, die sie sonst nicht machen können. Aber wie gesagt, ich habe da meine Probleme teilweise mit das so zu sehen. Okay, also es gibt aber, du weißt ja, es gibt genug Leute, die sehen das so, es gibt eine geheime Regierung oder es gibt eine geheime Kraft, eine Staat in dem Staat,
Und da beziehe ich mich jetzt dann auf die Vermutung von einigen, die sagen, das sind die Blutlinien, also der vergangene Adel oder der immer noch aktuelle Adel. Und das ist die Pyramide, die diese Struktur über Jahrhunderte gebaut hat, die eigentlich die Fäden im Dunkeln ziehen würde. Denkst du, dass diese Blutlinien heutzutage noch aktiv sind? Und wenn ja, meinst du, die sind schlecht oder uns gut gesonnen? Ja, das ist viel Spekulation. Ich denke sehr wohl natürlich, dass diese Familien sehr wohl diese Blutlinien versuchen aufrechtzuerhalten. Und dann muss man aber fragen, woher kommen die her und wie weit geht das zurück? Und möglicherweise geht das eben bis hin zu Außerirdischen und Manipulationen von vor Hunderttausenden von Jahren. Irgendwelche, die, da muss man sich ja fragen, welche Blutlinie halten die aufrecht und was für ein besonderes Blut ist das? Und möglicherweise hat das eben mit Außerirdischen zu tun und diese Familien, die eben dann sich versuchen, eben nur in ihren Familien und Häusern und Kreisen fortzupflanzen. Man sieht das ja teilweise bei den Königshäusern man sieht selbst bei den Präsidenten und so weiter, dass die alle irgendwo miteinander verwandt sind. Das heißt, es hat sehr wohl damit zu tun, dass die teilweise eben nur in ihren Familien sich versuchen fortzupflanzen. Da ist sicherlich ein starker Aspekt drin und diese Pyramide, die du angesprochen hast, die man ja als Pyramide der Illuminaten darstellen kann, die ist natürlich eine sehr vielstufige und eine verschachtelte Pyramide. Also es sind Pyramiden in Pyramiden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz einfach ist. Da oben sind die Illuminati und darunter sind die Logen und darunter sind wir, sondern es sind ganz, ganz viele Facetten der Pyramide. Da können Firmen drin sein, da können die Kirchen drin sein, der Vatikan, da kann der medizinische, industrielle Komplex drin sein, das Ölgeschäft. Und das hat alles, sind verschiedene Pyramiden in einer Pyramide. Und wer da wirklich an der Spitze ist, ist ganz schwer zu sagen, kann man eigentlich nur vermuten, wo das hingeht. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Der Satanismus, meinst du, dass der agiert wie der Adel von einst? Also dass der vielleicht im Hintergrund ist mit praktisch der Unterdrückung und der familiären Auseinandersetzung, der Sektenbildung? Es scheint da sehr viele Parallelen zu geben. Ich will vielleicht ein bisschen ausholen. Einmal gibt es ja eine Illuminati-Aussteigerin, die Swali. Ich weiß nicht, wer das im Internet mal recherchiert hat, also Svali, Swali, die ist ausgestiegen, das ist sehr, sehr schwierig und sehr gefährdet. Die hat eben darüber gesprochen, wie dann in den Illuminati-Familien eben auch die Kinder zum Beispiel sehr streng erzogen werden, ohne Liebe aufwachsen und wirklich nur der Stärkste überlebt sozusagen. Und das ist im Satanismus, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, dass die da auch eben aufwachsen, ohne Liebe und jederzeit damit rechnen müssen, auch, was weiß ich, geopfert zu werden oder getötet zu werden, weil da einfach nur, wie du vorhin sagtest, die Notwendigkeiten zählen und in den Familien, wie gesagt, das weitergegeben wird. Das heißt, wir haben es da mit Menschen zu tun, die eben selber auch einerseits Opfer sind, das heißt, sie sind, wie gesagt, ohne diese Liebe aufgewachsen. Und wenn wir dann von Liebe sprechen, dann sagen die, ja, Entschuldigung, was ist das? Die lachen darüber, weil sie eben das gar nicht kennengelernt haben von ihren eigenen Eltern, geben es an ihre Kinder so weiter. Und das ist meines Erachtens sehr ähnlich im Satanismus als auch bei den Illuminati, wie Swali das beschrieben hat. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann eben sage, es sind technische Illuminaten, das hat mit der tatsächlich religiös gemeinten Erleuchtung nichts zu tun, was die Swali da durchgemacht hat, das ist schon eher Satanismus, ne? Ich würde das eben auch entscheiden, auch wenn sie sich selber eben als Erleuchtete bezeichnen, ist das, was sie tun und was Swali zum Beispiel da beschrieben hat oder auch, ich will gleich nochmal auf Hidden Hand zu sprechen kommen, der im Internet sich mal geoutet hat. Das hat meines Erachtens eben nichts mit dem Erleuchtungszustand zu tun, weil der eben auch voller Liebe ist, meines Erachtens, beziehungsweise sieht man dann, dass alles voller Liebe ist.
Deren Selbstverständnis, wie gesagt, ist es, dass sie und eben nicht voller Liebe. Ja. Es ist also praktisch fast, also es ist ein Zwiespalt, ja. Du hast die Illuminati, die sich so nennen, einfach aus Machtgier, die sie ihre eigene Familie disziplinieren, und du hast auf der anderen Seite Illuminati, die durch göttliche Eingebungen, Präkognition, also wirklich den man als Erleuchtete bezeichnen kann. Darf ich fragen, welches Buch du jetzt eigentlich mal explizit vorstellen möchtest? Ich bin sehr neugierig, die Zuhörer bestimmt auch. Oder möchtest du noch was sagen zu Hidden Hand? Ein Buch schwer vorzustellen ist schwierig. Mein erstes war Entwirrungen 1996 über kosmische Gesetzmäßigkeiten und warum sie uns vorenthalten werden. Ich schreibe ja nicht nur über Illuminaten, sondern einfach über all die Dinge, die uns vorenthalten werden. Das heißt im Grunde die Dinge, wo ich meinte, das wäre eigentlich auch Aufgabe der, wenn es hier mächtige Wesen auf der Erde gibt, dieser Wesen, die Menschen aufzuklären über bestimmte Dinge, damit einfach weniger Leiden geschieht und die Menschen sich schneller weiterentwickeln können. Aber wie gesagt, das kann man auch anders sehen. Also Entwirrungen, mein erstes Buch, aber habe eben auch noch weitere Bücher geschrieben, und in jedem Buch ist irgendwie ein bisschen was über Geheimlogen und über Hintergrundmächte drin, und es gibt ja eben nicht nur Illuminati, Freimaurer, Skull and Bones und was weiß ich, es gibt eben viele, viele Facetten dieser geheimen Hintergrundmächte, die sich teilweise eben auch untereinander bekämpfen. Das heißt, man muss gar nicht sagen, das ist jetzt ein fester Block Illuminati und die wollen die Weltherrschaft oder haben die alles unter Kontrolle. Ich glaube eher, dass sie eben auch untereinander zerstritten sind und dass da verschiedene Fraktionen möglicherweise auch gegeneinander kämpfen. Das heißt, die sind sich selber eben auch nicht grün. So, du hast nach Hidden Hand gefragt, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Ich habe den in meinem Interview, was ich auf Bewusst TV oder diesen Vortrag, den ich da reingestellt habe, erwähnt. Das ist jemand, der im Internet in einem Forum mal behauptet hat, er wäre ein Illuminat und er hätte den Auftrag, eine Woche lang oder einen bestimmten Zeitraum lang in einem Forum offen Fragen zu beantworten. Nun kann man natürlich sagen, ja, das kann jeder behaupten, das kann ja ein Fake sein, es kann sein, dass da jemand die Leute an der Nase herumführt, deswegen weiß man es nicht hundertprozentig, aber ich denke, was er da erzählt hat, man kann das, glaube ich, irgendwo im Internet noch finden. Ich finde es schon sehr interessant, da es im Grunde diese Denkweise aufzeigt, die ich eben auch erwähnt habe, dass sie sich eben in ihrem Selbstverständnis so sehen, dass sie neutral sind, dass sie von Gott den Auftrag haben, wie gesagt, der Menschheit nicht nur positive, sondern eben auch negative Dinge fortzusetzen, damit die Menschen wählen können. Sonst hätten sie eben keine Wahlmöglichkeiten, was ich bezweifle, aber sie sehen das so. Und sie fördern also sowohl positive Gruppen als auch negative Gruppen, und sie sind da sozusagen neutral. Und es ist ihnen sogar bewusst, dass sie sich also auch Karma schaffen. Also angeblich ist ihnen auch durchaus die kosmische Gesetzmäßigkeit da bewusst. Das heißt, dass sie mit ihrer Aufgabe, die sie jetzt meinen zu haben, durchaus sich eben auch selber also großes Karma aufladen und das irgendwann auch leidvoll erfahren werden. Das ist eben diese Kurzfassung der Darstellung von Hidden Hand. Er sagt eben, der Name ist auch interessant, Hidden Hand bedeutet einfach, dass es hinter der Politik und dem offiziellen Weltgeschehen ist, eben auch eine versteckte Hand sozusagen gibt. Und wenn man sich viele alte Bilder anguckt von, was weiß ich, von Napoleon, wissen wir es, da hat er einfach immer so die Hand in der Westen- oder Jackentasche gehabt, also die Hand so halb versteckt, also es ist im Grunde ein Hinweis auf die versteckte Hand, auf die Hidden Hand, und es gibt viele, viele Bilder von mächtigen Leuten, die dieses Zeichen machen, und dass das wirklich ein Zeichen für die Eingeweihten ist, dass die versteckte Hand quasi hinter ihnen steht und sie fördert. Ja. Das sind die, die ich technische Illuminaten nenne, aufgrund ihrer starken Organisationsfähigkeit zurück bis Napoleon, der auch die versteckte Hand propagiert hat. Ja, dann komme ich jetzt zur nächsten Frage. Wie können wir eine Organisation machen, die praktisch die Welt mit beeinflusst,
ohne dass wir in Fänge kommen von solchen Leuten? Oder wie könnten wir uns organisieren? Wie stellen wir uns da auf? Gute Frage. Ich bin der Ansicht, dass es im Moment schwierig ist, Organisationen zu machen, beziehungsweise sobald die größer werden, werden die unterwandert. Die haben überall ihre Leute drin. Ob egal, und wir wissen ja, dass viele, viele Gruppen, die wir einstmals, auf die wir Hoffnung gesetzt haben, nehmen wir mal nur die Grünen in Deutschland, wo wir gedacht haben, naja, die werden sich wirklich für Umweltschutz einsetzen. Und wo die heute sind, sehen wir eigentlich in der Politik, dass sie im Grunde sich nicht wirklich dramatisch unterscheiden von der Politik der anderen. Dass da also Leute reinkommen, und ich weiß es sogar von einem ehemaligen Geheimdienstmenschen, der gesagt hat, dass in der Zeit damals, als die Grünen hochkamen und noch unter der 5%-Hürde lagen, dass da wirklich die Geheimdienste ganz massiv dahinter waren, dass die nicht groß werden, und dass da schon die Leute reingesetzt wurden. Und er sagte, dass von den Abgeordneten nachher ganz viele Geheimdienstleute waren und wahrscheinlich heute auch noch sind, dass da also Leute drin sind. Und das wird wahrscheinlich in jeder Organisation sein, werden Leute reingesetzt, die natürlich so tun, als würden sie genau diese Ziele vertreten, die diese Organisation vertritt, aber sie würden eine Zersetzungsarbeit oder sie würden versuchen, da nach oben zu kommen. Sie müssen natürlich auch glaubwürdig sein, sie können das auch gut darstellen, aber sie haben das Ziel eben, dass diese Organisation einfach nicht groß wird, oder wenn sie groß ist, dass sie da mit entscheiden können. Und deswegen denke ich, das, was im Moment passiert, finde ich viel interessanter, nämlich eine nicht organisierte Vernetzung von vielen, vielen kleinen Gruppen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, OkiTalk und BewusstTV und alle alternativen Medien, was weiß ich, Info, Krieg und was es alles gibt, zusammentun würden und hätten auf einmal einen riesen organisierten Sender, der all die umfasst, dann wäre der wahrscheinlich schon sehr leicht abgeschossen worden. Und dadurch, dass wir jetzt aber so viele kleine Gruppierungen sind und kleine Internetgemeinden, ist es für die Mächtigen sehr, sehr schwierig, das alles zu bekämpfen und zu unterwandern. Deswegen denke ich, im Moment ist es gar nicht unbedingt, oder ich weiß nicht, ob es zielführend ist, eine große Organisation zu starten und zu sagen, wie können wir noch mehr Menschen in eine Organisation kriegen, sondern es findet einfach ein Bewusstseinswandel bei den Menschen sowieso statt. Das lässt sich meines Erachtens nicht aufhalten. Und diese Menschen lernen sich kennen, vernetzen sich. Ich lerne jetzt dich kennen oder habe dich schon kennengelernt und lerne noch andere kennen jeden Tag. Und die Menschen, die bei BewusstTV reinkommen, die lernen sich kennen, die vernetzen sich, kommen auf den Bewusstkongress oder was auch immer, andere eben auch. Und es findet eine Vernetzung statt, aber keine der klassischen Organisationen, die dann eben so stark werden, dass sie eben sofort kämpft würden und unterwandert würden. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also mein Ansatz war, dass man eine freiwillige Selbsterklärung macht, eine Philosophie, an die sich die Beteiligten im Netzwerk halten können. Und wir haben ja Bestrebungen wie Verfassung, eine Verfassung für Deutschland zu machen. Und da braucht man einfach einen gewissen, eine Grundlage, dass man sich verständigt, aber das ist halt eben genau die erwähnte Schwierigkeit von dir, die du dargelegt hast, dass die Unterwanderung eben verunmöglicht wird, ja. Auch von solchen Bewegungen. Und das ist die Schwierigkeit. Es findet sehr viel statt, ja, und in diesen ganzen verschiedenen, ich sag's mal, ja, das klingt jetzt immer wieder so gefährlich, weil viele Leute einfach mit diesen Begriffen Problem haben. Das ist natürlich auch uns einmanipuliert worden, also die, sag ich mal, Reichsbewegungen oder verschiedene Bewegungen, die sich von der BRD auch lösen wollen, Neudeutschland und Freistaat Danzig, und es ist Zentralrat Deutscher Staatsbürger und was weiß ich, es gibt etliche, die sich gerade auch staatlich organisieren wollen und eigene Verfassungen schreiben. Ich weiß halt nicht, es wäre natürlich schön zu sagen, man kriegt die alle zusammen, das ist auch irgendwie mein Wunsch, weil die im Grunde alle was Ähnliches wollen, und dennoch sind alles soweit Individuen und teilweise untereinander zerstritten, und ich habe das erlebt, dass der eine sagt, wenn der andere kommt, dann komme ich nicht, und es ist also nicht so einfach, die zusammenzukriegen, aber ich denke, es ist ein Prozess, der einfach stattfindet, der sich auch nicht aufhalten lässt.
Und ja, inwieweit man das dazu beitragen kann, jetzt zu organisieren, kann ich auch nicht sagen. Ich finde einige Sachen sehr interessant, zum Beispiel Peter Fitzek und Neudeutschland, der eben auch schon sehr weit gekommen ist, mit den Behörden zu reden, dass sie sagen, ja, sie würden das durchaus respektieren, wenn er alternative staatliche Strukturen aufbaut, weil die eben auch sehen, dass in dem BRD-System viele Dinge einfach nicht funktionieren und die das auch nicht mögen, sondern also es sieht möglicherweise sehr interessant aus, sich damit zu befassen, aber es gibt eben auch andere Dinge. Ich will das jetzt gar nicht bewerten oder für irgendetwas jetzt Werbung machen. Ich bin da neutral, aber es wäre natürlich schön, wenn man sehen würde, eine Gruppe wird so stark, dass es sich lohnt, sich da anzuschließen. Und je mehr Menschen sich anschließen, desto stärker wird die natürlich, das ist ganz klar. Ja, okay. Dann komme ich zu den Fragen der User, die mir im Laufe des Tages ihre Fragen zugespielt haben. Ist es okay, wenn ich dir die hier stelle? Ja, natürlich. Also, die erste Frage ist, hast du persönlich noch einen Ausweis? Wegen der BRD-Problematik. Ja, ich habe einen Reisepass und diese ganze, also ist halt das Problem auch mit diesen ganzen Alternativen, die es gibt, Reichsausweise und so weiter. Dann ist immer die Frage, wie weit kommt man damit an der Grenze, wenn man fliegen will zum Beispiel. Es nützt ja nichts, wenn man jetzt einen tollen Reichsausweis hat, aber man wird dauernd jetzt damit angehalten. Man kann dann natürlich sagen, das ist richtig und das ist korrekt und vielleicht kriegt man den dann auch nach einer Zeit wieder. Es gibt ja all solche Erfahrungen. Aber ich denke, es ist momentan eben noch nichts, wo ich sagen kann, es ist ein guter Weg jetzt, quasi aus der BRD auszusteigen und sich als Deutscher neu zu organisieren. Auch die Selbstverwaltung, das ist alles interessant. Ich beobachte das noch, weil ich nicht sicher bin, dass es einen absoluten Weg gibt, den ich jetzt gehen möchte. Was nützt es einem jetzt, wenn man sich irgendwo gegen das System stellt, auf einmal wird das Konto gepfändet und man hat zum Beispiel, wenn man jetzt Bücher verkaufen will oder irgendwie Geld einnehmen will, hat man kein Konto mehr. Das habe ich alles schon erlebt. Ich habe mich auch schon mit dem Finanzamt und so weiter angelegt. Man muss halt immer sehen, wie weit hat das Konsequenzen für einen selber, welche Konsequenzen ist man bereit zu tragen? Ich bin noch alleine, ich kann auch noch einiges aushalten. Wenn ich Familie hätte, wäre es noch eine andere Situation oder eine Arbeit hätte, die ich verlieren könnte. Ich bin schon relativ schwer wegzukriegen, weil ich eben nicht von der Arbeit abhängig bin oder eine Familie habe, die man angehen könnte. Dennoch ist es im Moment noch, kann ich noch nicht sagen, dass es hilfreich ist, einfach zu sagen, man verbrennt den Personalausweis und kann dann aber zum Beispiel nicht mehr fliegen, wenn man ja, genau, mal, genau. Muss, ne? Ja, ja, dann habe ich die Frage, von, die Frage Adler. Von Adler. Warum hast du dich von Jan van Helsing getrennt? Die haben mich rausgeschmissen bei Secret TV. Warum, weiß ich bis heute nicht. Da kam halt einfach ein neuer Geschäftsführer, der mich nach und nach einfach ausgebotet hat. Aber nicht nur mich, der hat zum Beispiel auch den Michael Vogt, Dr. Michael Vogt, der bei Secret TV auch gearbeitet hat, rausgeschmissen. Also es war nicht meine Entscheidung. Es hat auch mit Jan weniger zu tun, sondern mit einem neuen Geschäftsführer bei Secret TV, der einfach ja, neues Personal eingestellt hat, neue Moderatoren. Und für mich war dann irgendwann keine Arbeit mehr. Kann man so und so sehen. Ich kann es auch positiv sehen. Ich bin heute da mit Bewusst-TV und wäre nicht da, wenn das nicht so passiert wäre. Aber ich hatte eine sehr, sehr schwierige Zeit, als ich da rausgeflogen bin. Ein tiefes Loch, weil ich einfach nicht wusste, erstmal, wie verdiene ich Geld und weil ich da ja Geld verdient habe und wie geht's weiter und will man mich nicht mehr haben, war ich nicht gut genug oder was. Also auch diese ganzen Existenzängste und Selbstzweifel, die habe ich also auch sehr intensiv durcherleben dürfen, aber auch all das sind Erfahrungen, durch die ich gewachsen bin. Okay, das ist ja, jetzt springe ich gleich zu der Frage, weil die ganz gut dazu passt. Wie gehst du eigentlich damit um, mit den Anfeindungen und dem Geschwätz, dadurch, dass du dich eben auch Bereichen näherst, die im Mainstream noch nicht angekommen sind?
Ja, das ist eben auch etwas, wo es sich verändert. Ich habe früher sehr darunter gelitten, wenn ich gehört habe, dass Menschen mich nicht mögen, und das Internet ist voll davon, von Seiten, die über mich herziehen und sagen, ich bin doof, habe keine Ahnung, ich bin vielleicht sogar noch rechtsextrem, was ich natürlich wirklich nicht bin, nicht vom Herzen. Und also ich will keinen Faschismus und keine Diktatur, sondern freie, souveräne Menschen. Aber was sie mir alles vorwerfen und unterstellen, das tut teilweise natürlich weh, und ich habe auch über Jahre in Foren und so weiter diskutiert und dachte immer, ich muss mich rechtfertigen. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich mich rechtfertige, desto mehr gehen die mich an und desto tiefer wird die Energie runtergezogen. Und das, so war es da teilweise, dass ich tagelang zu nichts zu gebrauchen war, weil ich einfach in diesen Diskussionen mit den Leuten, die mich sowieso nicht mögen wollen, mich aufgerieben habe. Und dann habe ich irgendwann entschieden, beziehungsweise war ein Prozess, zu sagen, also es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen. Ich kann es nicht allen recht machen. Wichtig ist, dass ich für mich selber mich im Spiegel angucken kann, auch wenn es, naja, vielleicht nicht morgens um 8 sein muss, wenn ich mich noch nicht rasiert habe. Da gucke ich nicht so gerne in den Spiegel, aber dass ich zu mir stehen kann und sagen kann, das, was ich mache, ist in Ordnung für mich. Ich mache es mit reinem Herzen und positiver Absicht. Ich kann jederzeit dazu stehen, und wenn ich irgendwann dem Schöpfer gegenübertrete, muss ich nicht sagen, ich schäme mich. Vielleicht schäme ich mich manchmal doch, weil ich auch denke, ich bin vielleicht mal nicht genügend oder ich mache zu wenig, aber ich glaube, ich mache Dinge, zu denen ich stehen kann. Und wenn andere das anders sehen, dürfen sie das natürlich gerne. Wenn man bekannter ist, dann ist es einfach so, dass einen immer nicht alle mögen werden. Das ist einfach so. Okay, ich habe also bei David Icke mitbekommen, der wird von TV-Sendern eingeladen. Und dann, wenn er dorthin geht, wird einfach gesagt, ja, tut uns leid, gehen Sie nach Hause, der Termin ist gestrichen oder fand nie statt oder sonstiges. Ne? Also der wird von den Konzernen, von den Multimedia-Konzernen richtig ausgebotet. Dann kommt noch die Frage von Adler, wie geht es denn Jesse, was macht er gerade? Ja, vorsichtig sein, im Moment was drüber zu reden, weil der eben, jedes falsche Wort kann ihn schaden. Er ist eben im Moment nicht frei. Jetzt bist du gerade raus. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es muss vielleicht näher ans Mikrofon gehen. Also, es kann eben sogar für BewusstTV und mich gefährlich werden, weil teilweise da klar wurde, dass die eben gar nicht gut fanden, was wir gemacht haben hier öffentlich. Und ich mich im Moment da sehr zurückhalten muss, um mich und BewusstTV zu gefährden. Deswegen möchte ich im Moment da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, er ist im Moment nicht frei. Es ist schade, was da läuft. Aber ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Dann kam noch von einem anderen User, was persönlich du noch machst, außer deiner Sendung, um was zu drehen, also halt zu bewegen. Ich schreibe die Bücher oder habe ich ja geschrieben, ich schreibe Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Ich bin im Freigeist-Forum Administrator, wo auch jeden Monat 500.000 oder mehr Seitenaufrufe sind. Das heißt, ich versuche schon überall Menschen zu erreichen. Aber ich weiß nicht, wenn BewusstTV nicht genug ist. Ich mache im Moment fast jeden zweiten Tag habe ich ein neues Interview. Ich denke, ich mache eine ganze Menge dafür, dass ich es nicht bezahlt kriege und das kostenlos zur Verfügung stelle. Viel mehr geht nicht, und ich will ja auch noch ein bisschen leben und mache nebenbei auch. Ich mache Musik, Fotografie. Ich würde auch gerne Filme drehen. Es geht leider nicht ganz ohne Geld, aber ich habe viele Hobbys auch und einfach diese ganze Medienarbeit, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist natürlich immer, dass man nicht irgendeinen Quatsch macht, sondern vielleicht irgendeine Botschaft an die Menschen weitergibt, egal in welcher Form. Jeder wird irgendwo anders angesprochen und hat andere Zugänge vielleicht zu Wissen. Dann habe ich noch von jemand aus Mumble die Frage bekommen. Warum hast du denn eigentlich einen Schmetterling als Logo? Schmetterling ist natürlich einfach aus der Raupe entstanden. Das heißt, erstmal eine Raupe, die kann nur auf dem Baum rumkriechen. Dann verpuppt sie sich. Dann gibt es also einen Transformationsprozess.
Und dann kann er auf einmal fliegen. Also die Raupe kann auf einmal fliegen als Schmetterling. Das ist natürlich ein schönes Bild. Ich habe natürlich überlegt, was für ein Senderlogo nimmt man. Dann gab es ja das Secret TV, diese Triskele und so weiter. Und man hätte auch, was weiß ich, das Yin und Yang Symbol nehmen können oder vier Symbole. Aber ich habe lange überlegt, welches Symbol nimmt man. Und irgendwann kam mir dieser Schmetterling. Ich weiß, dass da viele auch sagen, das wird eben in Mind-Control-Kreisen teilweise dieser Monarch-Schmetterling wird als Symbol da verwendet, aber ich habe damit nichts zu tun und ich kann natürlich nicht sagen, jetzt alles, was die schon mal irgendwo verwendet haben, darf man nicht mehr verwenden. Für mich ist der Schmetterling einfach das Symbol der Transformation von einem Wesen, das krabbeln muss, auf einmal zu einem Wesen, das fliegen kann, also sich sozusagen befreit und transformiert hat. Dann von einem anderen User kommt die Frage, hast du Projekte, bei denen man mithelfen kann, bei denen man dich unterstützen kann, oder hier kannst du an der Stelle die Leute aufrufen, dich zu unterstützen? Eine gute Frage. Ich danke für den Aufruf. Also es ist natürlich generell immer so, dass wir bei BewusstTV zum Beispiel auch auf Spenden angewiesen sind. Es könnte natürlich alles größer werden, wenn man Geld hätte für bessere Technik. Man könnte vielleicht irgendwann Fernsehen senden über Satellitentransponder, aber das kostet alles viel Geld. Und ich denke, die meisten Zuhörer werden auch so das Geld nicht so rumliegen haben. Wer hat das schon? Ich denke im Moment... kann ich gar nicht sagen, was wir an Unterstützung bräuchten. Einfach das zu verbreiten, dass es sowas TV gibt und ab und zu vielleicht mal Bücher kaufen oder sowas. Aber ich bin jemand, der sehr zurückhaltend ist mit Werbung für sich selber, obwohl ich natürlich auch irgendwie Geld verdienen muss. Aber irgendwie geht es auch. Also wir haben ja vorhin über kosmische Gesetze gesprochen und über Erleuchtung, dass man sich eben auch seine eigene Realität in gewisser Weise erschaffen kann. Und ich finde es ganz gut, dass ich im Moment irgendwie ganz gut zurechtkomme. Aber was könnten wir für Unterstützung gebrauchen? Ja, einfach Mundpropaganda und BewusstTV und Freigeistforum zum Beispiel bekannter machen oder einfach sich vernetzen. Okay. Dein Wunsch in Gottes Ohr. An der Stelle habe ich auch gleich die Überleitung zur nächsten Frage, aber ich würde an der Stelle schon nochmal vertiefen wollen vorher, dass du mehr Publikum für dein Forum brauchst. Und an der Stelle, gib doch nochmal die URL durch, bitte. Überhaupt kein Publikum, mir ist das egal, wie viele da sind, das ist halt eine Gelegenheit, jetzt geht gerade das Faxgerät hier. Die URL ist einfach freigeistforum.com, also freigeistforum.com. Okay, vielen Dank. Registrieren dann, allerdings, das ist eben so, das war früher frei, aber dann wird eben doch, sind Leute, die wollen bewusst stören und deswegen muss man sich jetzt registrieren und dann kann man da diskutieren. Okay, bei dem Erlebnis, hattest du da den Eindruck, dass man von sowas... Ja, die Frage kam eigentlich von einem anderen User. Glaubst du an Gott? Natürlich glaube ich an Gott, zumindest an eine Schöpfung. Es ist ja immer die Frage, was versteht man unter Gott? Und jeder versteht was anderes für eine. Den einen ist es da der Mann mit Rauschebart da oben oder diese Figur aus dem Alten Testament, Gott Jahwe oder Jahwe. Das ist es für mich nicht, sondern eben die Schöpfung als solches, das alles, was ist, das ist für mich Gott. Und wir sind aber ein Teil davon, das heißt also, Gott ist nicht weit weg, sondern der ist hier in mir, in dir, in jedem Zuhörer. Und es gibt also nichts außerhalb von Gott, weil alles beseelt und belebt ist und alles aus der Substanz Gottes. Aber wie gesagt, für mich ist ganz wichtig, dass man erstmal die Gottesvorstellung für sich selber klar kriegt, weil eben da sehr viele Vorstellungen auch sind von einem strafenden Gott, dass Gott nicht zufrieden ist oder der uns, ja, wie gesagt, bestraft, wenn wir dies und jenes nicht tun oder was auch immer. Und an diesen Gott glaube ich nicht. Ich glaube eben an ein sinnvoll geordnetes Universum, an einen großen Geist, in dem all diese Erfahrungen, die wir als Menschen machen können, möglich sind. Aber das ist eben nur die niederste Ebene. Dieser menschliche Erfahrungsraum,
Die göttliche Ebene ist eben anders und möglicherweise sehr viel lichtvoller als hier auf der Erde, aber wir alle haben in uns diesen göttlichen Funken und wir können in uns auch eben mit Gott Verbindung aufnehmen und man muss also gar nicht in die Kirche oder zum Papst oder irgendwo im Außen suchen, wenn man Gott sucht, sondern jeder hat es in sich. Okay, ich habe jetzt da noch ein, zwei Fragen und dann gehen wir ins offene Gespräch. Geduldet euch noch ein bisschen. Ich begrüße jetzt Perkunos, Petra Sternchen und Tom London. Bitte haltet euch noch ein bisschen zurück. Ich habe noch ein, zwei Fragen aus dem Skype-User-Pool. Denkst du, die EU kollabiert? Eine gute Frage. Es sieht im Moment ja alles danach aus, dass natürlich eben der Euro eigentlich auseinanderfällt, wenn eben Länder die Kriterien einfach gar nicht einhalten können. Und das, was im Moment passiert mit den Rettungspaketen, ist ja schon etwas, was eigentlich nach den EU-Bestimmungen ja gar nicht erlaubt ist. Das heißt, diese Transfers dürfen eigentlich gar nicht sein, die jetzt schon gemacht werden. Das heißt, im Grunde führt sich die EU schon selber ad absurdum. Es werden diese Mächte, die natürlich da drin sind, die werden natürlich versuchen, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich denke, es ist alles in Veränderung und es bricht vieles zusammen. Meines Erachtens kann auch durchaus die EU dazugehören, denn so wie sie sich darstellt und wie sie Macht ausübt und Geld verschwendet und Geld verschwindet in der EU, Milliardensummen, das lässt sich einfach nicht mehr ewig so aufrechterhalten. Da wird sicherlich irgendwas noch passieren, ob ich die einzelnen Landesnationen, die Währungen wieder teilweise, es sprechen schon einige davon, dass irgendwann die D-Mark wiederkommt, oder zumindest kann es nicht ewig so weitergehen, dass wir immer für andere Länder jetzt, dass wir die retten müssen. Das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Okay, dann kommt noch eine Frage von Adler. Wann hast du dein erstes UFO gesehen? Und welche Schlussfolgerung ziehst du aus den UFO-Sichtungen? Hallo? Ja, ich wollte nur mal sagen, wenn deine Fragen fertig sind, ich hätte dann auch noch welche. Ja, okay. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Jo, bist du noch da, Joe? Ja, ich wollte gerade die Frage beantworten. Ich hoffe, es okay. Ist okay. Also ich würde das jetzt gar nicht zeitlich unbedingt einordnen können, aber ich habe immer mal wieder Dinge gesehen, die sich einfach mit dem, was ich weiß, was es technisch gibt, nicht vereinbaren lassen. Ganz eindeutig, ich meine, wenn man irgendwo was im Himmel fliegen sieht, dann kann man sagen, okay, das könnte metallisch sein, das könnte Lichter haben wie ein Flugzeug, das hat eine gewisse Geschwindigkeit oder was auch immer. Aber wenn was völlig anderes ist, was einfach nur völlig nicht technisch aussieht und lautlos über den Himmel schwebt oder flitzt oder was auch immer, dann ist halt die Frage, ist das irdisch oder ist es außerirdisch? Ich würde auch nicht sagen, jedes UFO muss unbedingt außerirdisch sein. Ich bin überzeugt, es gibt auf der Erde eben sehr viel geheim gehaltene Technologie. Aber es gibt für mich auch absolut überall im Universum Leben. Ich denke, es gibt viele, viele Hinweise darauf, dass wir massenhaft gesucht werden von vielen, vielen verschiedenen außerirdischen Spezies. Es gibt Leute, die sagen, es gibt 70 oder mehr verschiedene außerirdische Spezies, die die Erde besuchen mit verschiedenen Absichten und Plänen oder was sie hier machen. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht beweisen. Ich denke einfach nur, man sollte sich das offen halten, sonst wird es irgendwann eine böse Überraschung geben, wenn sie auch einmal tatsächlich da sind. Okay, jetzt habe ich noch von einer ganz wichtigen Frau, die hier in Okitalk sehr viel Arbeit leistet, eine Frage. Und zwar, also schöne Grüße an Sie erstmal. Und wie denkst du, Joe, über Behinderte und chronisch Kranke in der Gesellschaft? Ich habe Ziviles gemacht in einer Anstalt für Behinderte, Schwerbehinderte, habe sie gepflegt. Ja, das ist eine gute Frage. Also die sollten natürlich unsere Unterstützung haben, weil das ist alles Leben, was sich hier auf der Erde inkarniert, egal mit was für einem Körper oder mit was für Eigenschaften,
hat ja einen Grund, sich hier inkarniert zu haben. Also egal, wie gesagt, ob wir sagen, er ist jetzt behindert oder nicht behindert. Ich denke, viele Nichtbehinderte sind meines Erachtens geistig behindert, weil sie sich so verhalten wie geistig Behinderte teilweise oder schlimmer. Und viele Behinderte sind voller Liebe, wenn man mal mit, ja, was sagt man heute, sagt man gar nicht mehr Mongoloids, man sagt Down-Syndrom oder wie heißt das heute? Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht politisch völlig unkorrekt, aber ich weiß, dass sie teilweise eben voller Liebe sind und sie halt nicht so ausdrücken, wie wir uns das vielleicht immer wünschen. Aber wie gesagt, alles Leben, was hier ist, egal in welcher Form, ist göttlich und hat sich hier inkarniert, um hier Erfahrungen mit uns zu machen. Und warum, wann immer wir uns über andere erheben, egal ob das andere Hautfarben sind oder andere Nationen oder andere reiche Arme oder was auch immer oder intelligente, dumme oder erleuchtete oder nicht erleuchtete, wann immer wir uns über andere erheben und sie bewerten, sind wir halt in der Gefahr, selber bewertet zu werden und dass sich auch andere über uns erheben. Ja, super Statement, da schließe ich mich voll an. Dann habe ich noch eine Frage von dem Initiator und der Hauptsäule unserer OkiTalk-Plattform. An der Stelle nochmal ein ganz kurzer Aufruf, kommt auf okitalk.com jeden Dienstag 20 Uhr eine Sendung über Erleuchtung und Illuminati oder als Podcast auf cracker.info. Meine nächste Frage ist eben von dem Chefe. Was ist bei Bewusst TV der Brandherd? Brandherd kann ich nicht sagen. Also wir haben so viele verschiedene Themen, die auf uns zukommen. Mir geht es, wie gesagt, der Name Bewusst TV sagt es schon, immer darum, Dinge bewusst zu machen. Es geht also auch gar nicht so sehr darum, Dinge zu bewerten und zu sagen, das und das ist alles schlecht, obwohl es natürlich Sendungen gibt, die sich, was weiß ich, mit Auswüchsen beschäftigen, die wirklich nicht besonders hilfreich sind. Zum Beispiel jetzt hier diese Atomkatastrophe in Fukushima. Aber es gibt verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Interviewpartner. Jeder hat irgendwo eine andere Aussage. Wichtig ist erstmal, dass die Leute, die normalerweise in den Massenmedien nicht zu Wort kommen, und Holger Strom zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, dass der eben als wirklich Experte für Atomkraft, der 40 Bücher oder mehr geschrieben hat, völlig geschnitten wird, auch selbst von den Grünen und von Greenpeace und was weiß ich, also völlig ignoriert wird, obwohl der ein ganz, ganz wirklich Expertenwissen hat über Atomkraftwerke und sehr viel zu sagen hätte hier über Fukushima und was auch immer. Und der wird teilweise, wenn der über die Grenze fährt, wird er jedes Mal, hat er einen großen Bahnhof von der Polizei, wird da unten einen Wagen durchsucht und so weiter. Also solche Leute, die etwas wissen und aber in den Massenmedien offenbar nicht zu Worte kommen, die können bei uns Bewusst TV zum Beispiel sich darstellen. Das heißt aber auch nicht jetzt jeder, der irgendwie, keine Ahnung, aneckt, muss da reinpassen. Wir wollen halt immer uns Dinge bewusst machen und wir wollen möglichst immer auch eine positive Ausrichtung haben. Das heißt, positiv ist für mich eben, dass sie dazu führt, dass wir die Welt besser verstehen, dass wir nicht verurteilen und trennen, sondern eher in die Einheit kommen und zu sehen, dass wir alle göttliche Wesen sind, die hier auf der Erde eine menschliche Erfahrung machen. Du bist ja Journalist, du bist ja Autor und beziehungsweise, ja, eigentlich schon fast prominent. Für uns bist du auf jeden Fall prominent. Und beziehst du da gerne Stellung zu Themen, weil du ja journalistisch arbeitest, oder würdest du dich da eher zurückhalten? Am Beispiel Sürmeli, ZEB und BRD. Die Frage kam von Ding. Also wenn ich gefragt werde, dann beziehe ich schon gerne Stellung, so wie jetzt. Das mache ich ja nicht unbedingt. Na klar, irgendwo ist auch immer ein Aspekt, dass man sich auch noch geschmeichelt fühlt vom Ego, wenn man irgendwo gefragt wird, ob man ein Interview geben kann oder was auch immer. Aber Stellung beziehen, klar, aber zu allem kann ich, es gibt halt Dinge, da würde ich sagen, da kann ich jetzt nicht immer eine absolut sichere Aussage zu treffen, weil viele Dinge weiß ich auch nicht richtig oder bin ich selber unsicher oder muss mich auch vorsichtig ausdrücken. Was jetzt ZEB und so weiter
angeht. Ich habe ja den Sirmeli auch schon interviewt. Ich habe auch einen aus Österreich interviewt, den Selim Küçük, der auch anders ist als Selim Sirmeli, aber eben auch in der gleichen Richtung Aussagen macht, aber eben auf eine ganz andere Art. Also was soll ich dazu sagen? Ich versuche, man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, weil es gibt keine anderen, sage ich erstmal. Und deswegen ist eine Bewertung, da möchte ich mich zurückhalten. Die bemühen sich alle, eben einen Weg rauszufinden aus diesem BRD-System und aufzuzeigen, Menschenrechte sind ja zum Beispiel sehr, sehr wichtig, also das ist ein wichtiges Thema. Aber jeder hat seine Art, und ob man mit jeder Art jetzt einverstanden ist, muss jeder selber wissen. Okay, dann habe ich noch die Frage von Guga. Wie glaubwürdig ist Roger Monroe? Er sagt im Moment jetzt gar nicht viel. Also er spricht über Geister und Geistwesen und dass diese Dämonen, sage ich mal, ja, an der Spitze der Freimaurerei oder von sonstigen geheimen Zirkeln stehen würden. Und ob dieser Aussage von Roger Monroe, kannst du die teilen zumindest, oder denkst du, das ist sehr fremd? So, wir haben ja auch Sendungen gemacht über Dämonen, und es kann so sein, dass gerade eben auch solche geistigen Wesenheiten erstmal auch überhaupt erschaffen werden durch bestimmte genährt werden durch Menschen, und wenn sich eine Gruppe zum Beispiel jetzt regelmäßig da ein bestimmte Geistwesen anruft, dann kann das natürlich dadurch genährt und mächtig werden, und das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ich würde pauschal erstmal sagen, erstmal, ich weiß es nicht, weil ich bei solchen Kreisen nicht dabei bin. Und zweitens gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Freimaurer und andere Logen, dass man jetzt generell sagen kann, alle haben da irgendwo ein Geistwesen an der Spitze, wäre ich vorsichtig. Das können eben auch Außerirdische sein in anderen Kreisen, oder ich weiß nicht, es kann alles Mögliche geben. Also man muss da vorsichtig sein zu pauschalisieren und immer zu sagen, es ist immer so und so. Also das kann ich nicht jetzt bestätigen. Okay, ich habe jetzt gerade eine Kritik bekommen, und zwar sagt das Ding, er hat die Frage so nicht gestellt. Ich lese die nochmal vor. Beziehst du gerne Stellung? Wenn ja, für wen möchtest du gerne deine Stellung festlegen oder als Journalist bedeckt bleiben? Beispiel BRD Sirmeli. Für wen soll ich Stellung beziehen? Also das da bin ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, ich kann immer nur für mich selber sprechen. Wenn ich jetzt für eine bestimmte Person mich hinter den stelle sozusagen, ist halt immer die Gefahr, dann würde ich mit allem, was der macht, auch wenn vieles von dem gut ist, werde ich dann mit verbunden werden. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, für andere zu sprechen oder mich voll hinter die zu stellen. Es gibt Menschen, hinter denen stehe ich menschlich einfach, weil ich merke, dass sie in ihrem Herzen, vom Herzen her, wirklich liebevolle Absichten haben. Aber deswegen heißt nicht, dass ich alles, was irgendjemand anderes macht, voll unterstütze. Ich kann immer nur für mich selber sprechen und bin sehr vorsichtig, andere zu bewerten. Okay, du, Joe, ich bin dir so dankbar, dass du so geduldig auf alle unsere Fragen Stellung bezogen hast, ja. Und ich möchte jetzt den offenen Teil einleiten und würde sagen, ich begrüße Peter Sternchen. Lassen wir der Dame den Vortritt. Guten Abend, Peter Sternchen. Hallo, Valentin. Hallo, Joe. Ich habe zwei Fragen an dich. Geht das? Ja, es gehen auch drei, aber fangen wir mit einer an. Also meine erste Frage ist, ich lese sehr viel, habe auch deine Bücher gelesen und habe auch ein Buch gelesen, weil du ja mal bei Secret TV warst. Secret TV. Das Buch von Jan-Udo Holley, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Das widerspricht ja eigentlich deinen Büchern,
immens. Siehst du das Buch dennoch als richtig an, was da zum göttlichen Plan und so weiter ausgesagt wird? Frage, also ich, es sind natürlich viele Aussagen drin. Wie gesagt, ich bin immer sehr vorsichtig, jetzt pauschal zu sagen, das ist alles gut oder das ist alles schlecht. Da müssen wir jetzt über einzelne Aussagen uns unterhalten. Ja, ich habe eine spezielle Szene, die mich da interessiert. Und zwar ist das die Szene, wo Jan schreibt, er ist am Hafen, also mit seinem Sportwagen oder was, und der schwarze Mann kommt und sagt, guck dir doch diese armen Hunde an, so ungefähr, willst du denen jetzt dein Geld geben, so sinngemäß. Ich habe das Buch nicht mehr vorliegen, weil ja, es widerspricht all dem, an was ich eigentlich glaube, und deswegen habe ich es gleich weitergegeben. Ach, wie gesagt, wäre ich jetzt ganz vorsichtig, da mich zu äußern, weil ich das jetzt alles, ist ja schon länger her, dass ich es gelesen habe, es sind viele interessante Facetten und Aspekte drin. Der schwarze Mann ist ja jetzt nicht Gott, das heißt, der kann eben auch die Dinge aus einer Warte sehen, die uns vielleicht merkwürdig erscheint oder sogar abstoßend oder wo wir nicht mit konform gehen. Ob das jetzt wahr ist, kann ich nicht sagen, weil ich habe den schwarzen Mann noch nicht getroffen oder wie immer man ihn nennt. Aber ich finde zumindest den Gedanken interessant, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die eben vorm Tod oder am Krankenbett oder vom Sterbebett solche Gestalten gesehen haben. Aber ich kann da nicht viel zu sagen. Wenn das eine bestimmte Wesenheit ist, die eine bestimmte Aufgabe hat, warum nicht? Joni, mir geht das nicht. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Mir geht das nicht um den schwarzen Mann oder um irgendein personifiziertes oder nicht personifiziertes Wesen. Mir geht es um die Aussage, dass es der göttliche Plan ist, dass es die armen Hunde quasi geben muss, sonst können sich andere den Sportwagen nicht leisten. Natürlich nicht, das würde ich auch nicht unterstreichen. Also wie gesagt, da gibt es Aussagen, da bin ich nicht mit überein. Ich bin ja auch nicht mit dem überein, was die Illuminati eben als Selbstverständnis haben, dass sie sich eben offenbar über die Menschen erheben und dann noch meinen, das wäre im göttlichen Auftrag und sie wären ja nur neutral und würden uns ja nur Dinge zur Wahl stellen. Ich denke nicht, dass es so ist. Danke. Und die zweite Frage, die dreht sich um deinen Kongress von Bewusst TV, wo ja der Werner Altnickel seinen wirklich guten Vortrag zu den Schemtrails gemacht hat. Glaubst du oder siehst du da in naher Zukunft, dass die Menschen, die das erkannt haben mittlerweile, da eingreifen können, dass das wieder aufhört? Ich kann die Zukunft nicht. Ich bin nur der Ansicht, dass im Moment wirklich alles dermaßen in Veränderung ist, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Einfach sehr viel neues Bewusstsein auf die Menschheit kommt und dass all die diese Dinge, die negativen, ich sag's mal in Anführungszeichen, diese Kräfte, die Menschen besprühen oder was auch immer, die irgendwelche Pläne verfolgen, die uns nicht fragen, was wir davon halten, dass die Dinge ans Licht kommen werden und dass sie nicht ewig funktionieren können. Es hat ja jetzt einen Anwalt, der, jetzt sage ich den Namen Dominik nicht, egal. Ja, genau, Dominik Storr, den ich ja auch schon interviewt habe, der hat ja da diese Seite Sauberer Himmel und glaube ich auch beim Bundestag oder bei der Regierung eben Beschwerde gegen Chemtrails eingereicht. Und ich denke, das sind alles Sachen, die kann zwar die Öffentlichkeit und die Medien auch noch, das kann alles noch verschwiegen werden, aber es lässt sich letztlich irgendwie, lässt es sich nicht aufhalten. Das heißt, die Dinge kommen ans Licht
Und das ist eben das, was im Moment passiert, dass trotzdem die meinen, sie haben eigentlich alles unter Kontrolle, haben entgleitet ihnen die Kontrolle, weil eben die Menschen aufwachen, egal wie sehr sie besprüht oder dumm gehalten werden oder was auch immer. Ich danke dir und ich finde das, was du auf Bewusst TV machst, echt gut. Danke. Danke dir, Petra, wie auch immer. Petra Sternchen. Dann möchte ich an der Stelle das Wort Lucy Fagott geben. Ja, guten Abend. Ich möchte allererst meine Frage, die noch aus dem Mumble hoch nachgekommen ist, und zwar von Raphael. Ich denke mal, das bezog sich auf diese Dramatik mit der EU. Und zwar eigentlich eine lustige Frage, hast du einen Lebensmittelvorrat? Die Frage von Raphael. Also, ich sehe es so, dass durchaus jederzeit etwas passieren kann, wo irgendwas zusammenbricht und wir müssen uns bewusst machen, dass die Supermärkte wirklich darauf angewiesen werden, sind, dass jeden Tag Nachschub kommt. Und wenn irgendwie das System ins Stocken gerät, dann kann es eben sein, dass wir auf einmal bei Aldi und Lidl nicht mehr jeden Tag was kriegen. Und dann stehen wir natürlich doof da, wenn wir da uns so weit von abhängig gemacht oder uns darauf verlassen haben. Deswegen denke ich, es kann nicht schaden, ein bisschen was dazu zu haben an Konserven, damit man auch mal ein paar Tage überbrücken kann. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen riesen Keller voller Vorräte und stelle mich auf Monate voller von katastrophalen Bedingungen ein, weil ich denke, es werden sich immer wieder Wege finden. Aber ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Man sollte einfach vorbereitet sein. Ich meine, das Eichhörnchen bereitet sich auch auf den Winter vor. Man kann nicht sagen, das Eichhörnchen handelt in paranoidem Verfolgungswahn, sondern es bereitet sich einfach auf den Winter vor. Und wir sollten uns ein bisschen darauf vorbereiten, dass es nicht immer so sein wird, wie es im Moment ist, dass wir eben jeden Tag einkaufen können. Aber wir sollten jetzt nicht uns einen Bunker bauen, denke ich mal. Oder das muss jeder entscheiden, aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, ich habe einen Bunker und habe vielleicht noch ein Gewehr. Das stimmt einfach nicht, um meine Vorräte zu verteidigen. Ich denke, da geht es einfach zu weit. Damit schaffen wir uns nämlich wieder genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen, wenn dann das System zusammenbricht, eine bessere Welt schaffen. Und das geht nicht mit den alten Gedankenmustern. Okay, gut, darf ich an der Stelle noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Und zwar die neue Weltordnung. Die hat 91 Bush Senior ausgerufen und jetzt die Merkel auch noch mal in Weltkirchentag, evangelischen. Was verstehst du unter der neuen Weltordnung? Natürlich Mächte, die wollen einfach die Welt möglichst kontrollieren und sie wollen freie Menschen, die selber denken, unterdrücken und sie haben Pläne dafür, auch möglicherweise das Internet zu zensieren oder wirklich Menschen auch zu internieren. Es gibt ja in den USA riesige leerstehende Gefängnisse und wer weiß, was es alles gibt. Also neue Weltordnung ist sicherlich nicht so witzig, aber ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird, wie die sich das vorstellen, weil es eben, wie gesagt, auf der anderen Seite auch das Lichtvolle gibt, was sogar viel stärker im Moment auf die Erde kommt, sodass die neue Weltordnung nicht funktionieren wird. Man kann einfach nicht 6-7 Milliarden Menschen in Handschellen legen, das funktioniert nicht. Man kann auch nicht so viele Menschen ins Gefängnis stecken. Man braucht dazu immer auch Menschen, die Polizei oder Gefängnisaufseher spielen. Und ob die das mitmachen, wenn sie sehen, es wird eine Welt geschaffen, in dem es nur noch Sklaven gibt und einige wenige Superreiche, denen alle dienen müssen, dann ist die Frage, ob die das mitmachen werden. Ich hoffe, dass viele Menschen, gerade auch bei den Behörden, Polizei, Bundeswehr oder Armee generell, die nachher diese Maßnahmen durchführen müssten, dass die durchaus auch merken, was läuft und dass sie das nicht mitmachen werden und dass es dann auch nicht so funktioniert, wie die Mächtigen sich das vorstellen. Ich denke, sie haben sich da ein bisschen vergaloppiert. Ja, danke schön. Und zwar ist jetzt noch eine Frage, was deine Sendung bewusst TV betrifft. Und zwar, was ist dir persönlich wichtiger? Die Hintergründe der Welt darüber zu berichten oder wirklich wortgerecht Informationen, wie Bewusstsein funktioniert? Was ist das in deiner Sendung oder in deinem Portal wichtiger?
Ich denke, es beginnt eben alles mit dem Bewusstsein, es beginnt mit dem Geist, und was wir denken, wirkt sich eben wirklich auf unsere Realität aus. Das ist sehr viel wichtiger als das, was wir im Außen so alles an Hintergrundmächten und so weiter haben. Die können uns halt nur kontrollieren, wenn sie uns im Außen halten, wenn sie uns manipulieren, wenn wir uns von dem Außen im Außen angebotenen Dingen eben abhängig machen. Natürlich haben sie uns weitgehend abhängig gemacht über Lebensmittelkontrolle, Geldkontrolle und was weiß ich, Medienkontrolle, so dass wir, wenn wir eben denken, wir brauchen das alles, dass wir dann durchaus da ein Problem haben werden. Aber das Wichtige ist wirklich, sich das bewusst zu machen. Und wenn ich mir bewusst bin, dass ich ein geistiges Wesen bin, das hier inkarniert ist, um eine geistige Erfahrung zu machen, und dass ich ein Schöpferwesen bin, dann ist eigentlich viel wichtiger, dass ich, oder auch natürlich jeder, der das annehmen kann, diese Realität mit verändern kann. Zumindest das, was in seinem eigenen Leben sich abspielen wird, hat sehr viel damit zu tun, was ich denke und was ich tue, was ich in die Welt setze. Und das wird sich nach kosmischen Gesetzen eben auch auswirken. Und wenn alle Menschen bewusster schöpfen würden, also sich mit ihrer Schöpferkraft bewusst würden, was ich ja mit BewusstTV wirklich erreichen will, dann hätten eben diese Hintergrundmächte überhaupt keine Chance. Für mich viel das Wichtigere, aber viele Menschen können alleine damit halt nicht so viel gut umgehen. Die wollen eben auch noch so die Dinge im Außen sehen, und das gehört ja auch dazu. Ich denke, es ist beides wichtig. Wir leben in einer physischen Welt, aber das beginnt, alles, was es im Physischen gibt, beginnt mit einer Idee, mit einem Gedanken. Deswegen steht das eigentlich für mich darüber. Aber es gehört beides zusammen. Okay, danke schön. Und zwar in diesem Zusammenhang, du hast es schon erwähnt, die kosmischen Gesetze. Wie siehst du dieses Thema 2012? Ist das für dich ein Hype oder ein Trick, um es zu beschleunigen? Wie siehst du das? Also jetzt auf ein bestimmtes Datum zu warten und zu sagen, jetzt an dem und dem Tag, da passiert etwas, was alles verändert, das halte ich für sehr gefährlich. Ich denke, was passiert, das ist durchaus zu sehen, dass wir in einer Zeit der Veränderungen leben. Da sind wir mittendrin, das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Und dass sich das vielleicht noch beschleunigen kann bis 2012 und dass dann vielleicht so ein Peak erreicht ist, wo dann eine Veränderung oder eine neue Oktave sozusagen des Lebens anfängt. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Also ich bin sehr vorsichtig, etwas über die Zukunft zu sagen, weil ich weiß es nicht. Und es ist schwer, da was Absolutes zu sagen. Ich denke, wir werden Veränderungen erleben, aber nicht, dass an einem Tag oder in einem Jahr oder in einem bestimmten Zeitpunkt jetzt auf einmal alles anders sein wird. Darauf zu warten und zu sagen, ja, ich warte noch 2012 ab und bis dahin brauche ich dann halt nichts mehr machen, dann lösen sich alle Probleme. Das ist halt sehr gefährlich. Wir werden immer auf der Erde Ursache und Wirkung haben, auch nach 2012. Das heißt, zu sagen, dann ist alles gut oder dann ist alles vorbei, ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Wir werden auch danach uns entwickeln müssen und weiter wachsen müssen. Das heißt, die Gefahr ist eben, dass viele Menschen Leute einfach sagen, ja, ich warte auf 2012. Da würde ich vorwarnen. Gut, könnte man dann annehmen, dass du dann selber auf der Suche bist und letztendlich dich einfach nur dabei beobachten? Jetzt höre ich dich nicht, Entschuldigung, jetzt du bist du ganz leise. Ja, bitte? Also ich glaube, du warst jetzt nicht zu verstehen, Luzi. Wollen wir jetzt erst noch die anderen beiden dann zu Wort kommen lassen vorher? Kein Problem, kann ich zurückstellen. Tom London, ich glaube, du wartest ein bisschen länger. Entschuldige, Perkunos. Kein Problem. Okay. Tom London, was brennt dir auf der Zunge? Tom? Erde an London, London, bitte melden. Ja, Perkunos, dann... Ach, jetzt kommt er. Tom, wir warten alle auf dich. Du bist doch sonst nicht so auf den Mund gefallen. Na, er hat dich schon entstummt. Ja, meld dich dann. Wahrscheinlich irgendwas passt bei dir nicht. Schau mal nach. Perkunos, sag mal, was dir auf der Zunge brennt. Ich kümmere mich mal um Tom.
Ja, also guten Abend zusammen mal. Guten Abend, Joe. Schön, dass du den Weg hier ins Radio gefunden hast. Ich habe mir, wir sind ja alte Streiter, muss man ja sagen. Und ich denke mal, du hast vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Orgitalk auch heute mal nochmal ganz klar auf die Fragen geantwortet. Schon das allein ist eine Leistung wert, das muss ich dazu sagen. Und ich habe zwei Fragen an dich, die wir auch schon privat am Telefon besprochen haben, aber trotzdem möchte ich sie auch hier, damit das auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mithören. Was sind deine weiteren Pläne? Du arbeitest ja mit Alexander zusammen, mit Alexander Wagand. Die Wagand-Seite sollte man sich auch mal ansehen. Übrigens auch eine sehr, sehr interessante Seite. Das ist meine erste Frage. Wie sind eure weiteren Pläne? Und die zweite Frage ist zu Peter Fitzek. Wir haben ja, du weißt ja, dass wir auch eine Klage beim Menschengerichtshof eingereicht haben, damals mit Professor Seuger noch. Wir haben darauf keine Antwort bisher erhalten. Wir haben auch kein Aktenzeichen bekommen, obwohl wir da dran sind. Wir werden das Ganze jetzt noch französisch übersetzen lassen. Es dann nochmal versuchen. Jedenfalls, wie schätzt du die Lage ein, dass Peter das Ziel, das er sich gesetzt hat, da erreichen wird? Wie sind da deine Vorstellungen? Danke dir. Ja, hallo erstmal. Gute Fragen. Erstmal die Pläne, die wir haben. Ja Gott, ich mache im Moment bewusst TV, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Da sind natürlich ständig Interviews. Ich habe x Interviews noch auf Halde, die noch online gestellt werden und jeden Tag fast neue Interviews. Das heißt, es beschäftigt mich eigentlich ausreichend. An Plänen gibt es dann vielleicht noch eine Idee für den nächsten Bewusstkongress, ist aber noch nichts Konkretes. Es soll mal einer in Wien gemacht werden, eventuell September, Oktober. Vielleicht machen wir auch, du hast da im Saarland was angeboten, eventuell. Ja, ja. Ist aber auch alles noch nicht spruchreif, von daher an ganz neuen Plänen habe ich im Moment nichts, denn Bewusst TV finde ich erstmal sehr eine schöne Möglichkeit, etwas zu erreichen. Und da mache ich erstmal weiter. Dann zu den Eingaben beim Internationalen Strafgerichtshof und so weiter kann ich ganz schlecht was sagen, weil wer will das wissen, wie das ausgehen wird und wie die Aussichten sind. Wenn es Recht gäbe, dann müsste natürlich das Recht auch sich da durchsetzen. Aber natürlich ist Recht eben auch oftmals das Recht des Stärkeren. Und wir sehen es einfach, dass die Mächtigen das Recht nicht für uns gemacht haben, sondern für sich. Inwieweit sie uns jetzt also Recht geben werden, kann ich überhaupt nicht sagen. Es wäre natürlich schön, wenn der Internationale Strafgerichtshof da eben die richtige Entscheidung treffen würde und diese Sachen aufgreifen würde. Aber wie soll ich wissen, wie das ausgeht? Ich denke, wie gesagt, es ist alles in Veränderung und es ist alles möglich. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir einfach auch diesen Gedanken aufrechterhalten, dass diese Dinge alle sich nicht mehr aufhalten lassen. Ja, darf ich noch eine letzte Sache dir vielleicht sagen? Du hast vorhin gesagt, dass du von vielen Menschen auch in die rechte Ecke gestellt wirst. Ich erinnere da an Fürstentum Germania, wo du da ja auch schlecht in die Schlagzeilen geraten bist. Aber ich möchte dir eines mit auf den Weg geben, John. Joe, wir werden weitermachen, wir werden zusammenhalten. Und ich denke mal, du mit deiner Arbeit, auch die Arbeit, die wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen hier auch im Radio machen, überhaupt auch die Radioleitung, wo man da auch mal ein Dankeschön sagen muss, geben sich sehr viel Mühe, der Klaus. Lass dich da nicht abschrecken. Wir stehen eben in der Schusslinie und ich denke, wir bewegen uns alle auf einem sehr dünnen Drahtseil, dass man jeden Tag weggeschlagen bekommen kann. Das vergessen viele Menschen. Du weißt ja, solange man etwas gut macht, ist man oben an und wenn man etwas schlecht macht, will keiner nachher damit etwas zu tun haben. In diesem Sinne möchte ich dir den Mut mit auf den Weg geben. Mach weiter so, du bist auf dem richtigen Weg, du machst eine tolle Arbeit und ich freue mich jedes Mal, deine neuen Beiträge zu sehen. Und wie gesagt, nur zusammen können wir etwas erreichen. Danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und danke dir auch an Valentin. Ja, tolle Sendung, die du heute Abend wieder machst und Glückwunsch, dass der Joe hier ins Radio gekommen ist.
Ja, ich danke dir auch, eben um das abzuschließen. Und ich denke, von dieser rechten Keule lasse ich mich auch nicht mehr so sehr beeindrucken, obwohl es natürlich manchmal schmerzhaft ist. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig in dieser ganzen Trusa-Bewegung, dass die Menschen aufhören, sich diese Schubladen rechts und links überhaupt reinzuziehen. Denn die sind natürlich von den Mächtigen, von denen da oben sozusagen inszeniert, um ja Teile und Herrsche, um uns zu trennen, damit wir sagen, oh, das ist ein Rechter, mit dem will ich nichts zu tun haben, oder das ist ein Linker, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn die Menschen auch die, sag ich mal, die links stehen, sehen würden, die Rechten sind oftmals eben keine dumpfen Nazis, sondern die wollen möglicherweise ganz ähnliche Dinge wie wir. Wenn die Menschen das erkennen und sagen, wir lehnen diese Aufteilung an rechts und links einfach ab und benutzen das nicht mehr, was die uns vorgeben, dann sind wir, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, und ich hoffe, dass das auch passiert. Richtig, Dankeschön. So, ja. Jetzt würde ich gerne super. Mal versuchen, wenn ich darf. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja. Ich will auch gar nicht so viele Fragen stellen. Vielleicht mal einen Satz, den ich gestern gerade wieder gehört habe, von Habe Kerkeling, den fand ich super. Was macht uns menschlich? Unsere kleinen Macken und unsere großen Fehler. Hätten wir sie nicht, wären wir alle Götter. Fand ich super. Was du sagtest zu der Geschichte mit den Vernetzungen der kleinen Gruppen, das ist so genau meine Idee, was mir so vorschwebt, dass jeder, sage ich mal, jede Internetseite halt, die irgendwas macht, auch mal wieder ein bisschen auf eine andere Internetseite hinweist, dass sozusagen da eine Vernetzung, eine Verlinkung stattfindet, dass sozusagen auch jede andere Webseite weiß, so nach dem Motto, du bist nicht allein, du bist hier, du hast Freunde, du bist da und da und da und da. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Geschichte, wo ich sage, ist eine super Sache. Auch möchte ich nochmal was dazu sagen. Du hast ja gesagt, dass jetzt ein Umbruch stattfindet, und den merkt man auch. Ich lebe in London, und wie gesagt, ich merke das hier ständig. Die Busse bleiben hier ständig im Verkehr stecken, und wenn man dann mal fragt, was ist denn los? Ja, da streiken sie schon wieder, und da ist die Straße zu und so. Ja, aber wenn ich dann den Evening Standard so aufschlage, nee, steht nichts drin. Nee, kann ich gleich wieder wegpacken, das Ding. Also es ist schon echt enorm, wie hier selbst in einer Riesenstadt, sage ich mal, wo jeder es mitkriegt, selbst in den freien Blättern nichts davon steht, was wirklich vor sich geht. Ist schon hochinteressant. Ich glaube, das ist einfach das, was die Menschen auch merken werden, dass eben das, was passiert, was sie selber erleben oder auch innerlich spüren, und das, was sie in den Massenmedien vorgesetzt bekommen, dass das einfach völlig immer mehr auseinandergeht und auseinanderklafft, und dass sie deswegen auch die Massenmedien einfach nicht mehr ernst nehmen werden und nach anderen Möglichkeiten suchen werden. Ich denke, das ist etwas, was stattfindet. Es sind ja auch so festzustellen, dass die Zeitungen einfach immer weniger Abonnenten haben, und sie, also es ist wirklich rapide ein Rückgang, dass sich viele Menschen eben auch im Internet informieren, und dass die Tagesschau oder was auch immer, auch diese, eigentlich das Urgestein der angeblichen Informationssendungen, dass die auch immer weniger Zuschauer haben, weil die Menschen einfach spüren, dass das nicht mehr die Quelle der Wahrheit ist. Und das ist, glaube ich, einfach ein schönes Zeichen, was du beschrieben hast aus London. Das passiert wahrscheinlich anderswo genauso, nämlich dass die Wirklichkeiten der medialen Wirklichkeit und die Realität einfach auseinanderklafft, immer extremer, bis es auch Dümmste merkt. Und dass die Leute einfach dadurch ihren Kredit verspielen und irgendwann die Massenmedien, die ja eigentlich die kontrollierten Medien sind, die von den Mächtigen wirklich kontrolliert werden können, wenn die nicht mehr ernst genommen werden, ja, dann haben die natürlich noch ein weiteres ihrer Instrumente zur Manipulation und zur Kontrolle der Menschen verloren. Und scheinbar findet das statt, ohne dass sie wirklich wissen, was sie dagegen tun können. Naja, ich finde das super. Also Kontrollverlust tut ja weh, ne, bekanntlich. Also das ist ja schmerzhaft. Ich höre so förmlich schreien, aber es ist, ja, wie gesagt, die werden ihre Zeitungen, selbst wenn sie sie verschenken, nicht mal mehr los. Also die Leute gehen dran vorbei, und die, vielleicht 0,1% greift zu. Und das war früher anders. Also, ne? Ja, richtig. Und so, ja, lässt sich das natürlich nicht aufrechthalten, das System. Ne? Das ist klar.
Ja, es ist sehr interessant. Also zum Beispiel, dass man auch im Ausland mehr Möglichkeiten hat, die Wahrheiten zu erfahren. Ich würde jetzt da gern mal eine Geschichte ansprechen. Und zwar war ich da beim Hotelier in Tschechien und der hat mir eines Abends eröffnet, dass mein Weltbild, das ich mit mir rumtrage, also mit Demokratie ausgestattet, mit Global Playern ausgestattet war, so nicht zutrifft, sondern er hat gesagt, es war schon immer so und es ist bis heute so, dass wir einen deutschen schwarzen Kaiser haben, der im Geheimen das Schwert führt, um den Papst, der die geistliche Welt anführt, zu verteidigen. Ist dir dieses Weltbild bekannt oder hast du davon schon gehört? Davon gehört, inwieweit das jetzt zutrifft, kann ich nicht sagen. Es gibt eben nicht nur den, es gibt ganz auf der Welt, die ist so riesig groß, da gibt es so viele Mächte, auch die Chinesen sind nicht zu verachten, was da im Hintergrund alles abgeht und die Illuminaten, die eben auch verschiedene Fraktionen haben und dann gibt es welche, die gegen die Illuminaten kämpfen. Das heißt, all das, was da im Hintergrund wirklich an der Spitze ist, ist natürlich schwer für uns wirklich zu verstehen. Also ich habe schon gehört, dass es eben auch gerade das britische Königshaus, dass das letztlich, dass die nicht wirklich das Sagen haben, die da jetzt gerade gekrönte Häupter sind sozusagen, sondern dass im Hintergrund eben auch tatsächlich Deutsche eine Rolle spielen, aber eben wie gesagt in anderen Teilen der Welt eben auch eben so andere wichtige. Ich kann es nicht sagen. Da spielen sich sicherlich Sachen ab, die wir nicht wissen, aber so, das kann eben, was entscheidend ist für mich dabei, ist eben, das kann alles nur funktionieren, solange die eben mit uns ihre Spielchen treiben und wir uns diese Spielchen mit uns treiben lassen. Das heißt, wir lassen uns manipulieren, wir lassen uns berieseln, wir machen nichts und verändern uns nicht. Dann funktioniert das alles, was die für Pläne haben. Aber ich denke, dass das im Moment sich verändert und dann ist das eigentlich egal, ob da jetzt ein schwarzer Papst oder ein, was auch immer für ein Wesen an der Spitze sitzt. Man sollte die nicht, ich habe eben gelacht, das ist gefährlich, also ich will mich nicht über die erheben, also das sind möglicherweise eben doch sehr mächtige Wesen, aber ich denke, auf der anderen Seite sind wir alle mächtige Wesen und das ist das, was den meisten von uns eben gar nicht bewusst ist und dadurch haben sich andere über uns erhoben und spielen sich auf als Monarchen oder was auch immer. Wenn wir unsere eigene Macht wieder erkennen, dann wird sich sehr vieles verändern und das findet statt, meines Erachtens. Sollten wir an der Stelle, weil du die Illuminaten da jetzt gleich angesprochen hast mit Fraktionen, sollten wir die dann nicht gleich ausstatten mit dem Wort technisch? Denn die persönliche Erleuchtung haben sie ja nicht. Sie nennen sich ja nur so. Sie missbrauchen ja eigentlich das Wort. Sollten wir da nicht gleich direkt adressieren? Ich würde aber eigentlich die Menschen, die erleuchtet sind, einfach auch immer als Erleuchtete bezeichnen und nicht als Illuminaten. Das ist natürlich dann immer eine Definitionsfrage. Aber ich habe das, was, wie du es jetzt aufgeteilt hast, eben an die wirklich Erleuchteten, dass man die auch Illuminati nennen könnte, das habe ich einfach immer unterschieden dadurch, dass ich einfach sage, das sind Erleuchtete, die sich klar von den technischen Illuminaten, die ich einfach als Illuminati bezeichne, unterscheiden. Also das ist eine Definitionsfrage. Ne? Deswegen habe ich das jetzt weggelassen mit den technischen Illuminaten. Ich meine bei Illuminati immer diejenigen, die meinen, sie sind erleuchtet, aber eigentlich nicht wirklich sein können, sonst würde die Welt anders aussehen. Also dann würde ich sagen, könnte ich die Definition vielleicht in die Richtung hinbuxieren, das sage ich Erleuchtete, ja, zu den tatsächlich Erleuchteten und dann zu den anderen Illuminaten. Das sind jetzt einfach zu viele Leute, die dieser Meinung sind. Okay, ich begrüße den stillen Revoluzer. Hallo. Ja, hallo. Ich denke, wir sollten uns auch nicht unbedingt an diese Begrifflichkeit aufhalten. Nur mit der Hoffnung, dass wir irgendetwas unterscheiden können. Das ist ja das Sendethema. Ja, es ist richtig, aber die Begrifflichkeit, die Illuminaten, die technischen Illuminaten, die Erleuchteten, die nicht Erleuchteten, ist in meinen Augen eine Unterteilung, die uns vielleicht zur Orientierung dient, die aber den tatsächlichen Kern eigentlich nicht trifft.
Unter erleuchtet verstehe ich jemanden, der in der Lage ist, sein Bewusstsein so weit erweitert zu haben, dass er die ganzen Zusammenhänge wesentlich besser begreift. Das heißt, er ist nicht intelligenter und er ist nicht erleuchteter oder sonst irgendetwas, sondern es ist ganz einfach ein Wesen, das in seinem Bewusstsein so weit aufgestiegen ist, dass er die makrokosmischen und mikrokosmischen Zusammenhänge besser versteht. Und ein solcher Erleuchteter, sag ich mal, oder Bewusstseinserweiterter wird nicht so ohne weiteres eingreifen und irgendetwas steuern wollen, sondern ein solcher Mensch, der wird grundsätzlich versuchen, andere auf den Weg zu führen, dass sie selbst die Erkenntnisse bekommen. Und jemand, der sich Illuminat nennt und steuern möchte oder irgendetwas oder NWO oder was weiß ich errichten möchte, der ist in meinen Augen eigentlich destruktiv und schon lange nicht erleuchtet. Denn jeder normale Mensch, und ihr wisst ja, ich bezeichne mich selbst als Esoteriker, weiß, das Erste, was man lernt, das Allererste, was man lernt, ist, wenn man sich mit dieser Thematik befasst, ist, alles, was ich tue, kommt auf mich zurück. Und wenn ich das mir vergegenwärtige und mir die Gesetze des Kosmos anschaue, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz des Glaubens und das Gesetz des Nehmens und des Gebens und dergleichen mehr, dann muss ich zu dem Entschluss kommen, dass ich doch mit meinen Handlungen und mit meinem Denken doch eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Und wenn ich schon auf jemanden antreffe und wenn ich schon bereit bin, irgendwo meine, ich sage jetzt mal, meine Philosophie zu verbreiten, dann sollte ich doch, wäre ich ein Illuminat, nicht darauf erpicht sein, zu sagen, so, du tust das jetzt und so, weil dann wird es gut, sondern sollte ich eigentlich darauf abzielen, zu sagen, hör mal, das, was du machst, du bist ein Gefüge in dem Ganzen. Es kommt auf dich zurück, also versuche konstruktiv und nicht machtvoll über andere zu sein. Ja, genau. In dem Kontext möchte ich auch jetzt mich mal beziehen auf das Interview mit dem Freimaurer bzw. Templer, nehme ich an, von Jan van Helsing. Und der Herr Erdmann war auch dabei. Also der hat sich ja ein bisschen geoutet. Was meinst du, ist denn die Freimaurerei eher als gut oder als böse für die Menschheit zu bewerten? Erst du und dann bitte der Rest. Also die anderen auch, dass sie ihr Statement dazu geben. Eine Bewertung abzugeben ist in diesem Fall eine Partei ergreifen. Wenn die Freimaurer ihre Symbole ausdrücken und sagen, hier bin ich, heißt das noch lange nicht, dass sie auch tatsächlich mächtig ist. Die Macht gebe ich denen erst, wenn ich sie in meinem Bewusstsein aufnehme und mich ihren Vorstellungen füge. Und solange ich mir dessen bewusst bin, dass ich das nicht tue, sondern meine eigenen Entscheidungen treffe, solange haben die Freimaurer, so groß die Loge auch sein mag und so mächtig sie auch sein mag, über meine Person, über meine Wesenheit keine Macht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle... Ich meine jetzt eher gut oder böse für die Menschheit. Also, ne? Ja, ich habe das schon verstanden. Man kann das nicht verallgemeinern, das funktioniert nicht. Ich möchte an dieser Stelle ganz einfach mal an dem, ich habe von dem Joe Konrad ein Video, das habe ich mir runtergeladen. Und zwar spricht er über Frieden oder so ähnlich. Joe, hilf mir mal, du hast da etwas gesagt, wir müssen unsere Rolle spielen und so weiter. Könntest du mich da mal jetzt unterstützen? Die Friedensbotschaft. Yes, genau. Und das ist das, woran ich mich eigentlich anlehnen möchte. In dieser Botschaft hat der Joe Konrad offen gesagt, was eigentlich wir sind. Und er hat uns bewusst gemacht, dass wir nicht irgendwelche Gestalten sind, über die eine Macht erhoben werden soll, sondern dass wir uns selbst unserer selbst bewusst werden sollen. Habe ich das so richtig verstanden, Joe? Ja, absolut, das ist natürlich, weil man kann uns eben nur manipulieren, wenn wir uns manipulieren lassen, wenn wir uns klein machen. Ich meine, wir machen uns gegenseitig klein, seit klein auf sozusagen. Also die Eltern geben es an die Kinder weiter, machen die Kinder klein und wir wachsen ständig damit auf, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht genügend, wir sind, ja, wie gesagt, so klein mit Hut sozusagen, machen wir uns ständig gegenseitig. Und es gibt einen schönen Text, der wird Mandela zugeschrieben.
wird, kommt aber vielleicht woanders her, der einfach sagt, unsere größte Angst ist unsere eigene Größe, dass wir wirklich unsere eigene Größe erkennen. Da haben wir alle Angst vor, weil wir immer so oft klein gemacht worden und verletzt worden sind, wenn wir in unsere Größe gehen wollten. Aber wie gesagt, nur dann, wenn wir klein sind und wenn wir in der Angst sind, Angst ist ein wichtiges Thema, dann können diese Mächte uns manipulieren. Die manipulieren uns eben über Ängste, über niedere Gefühle, über niedere Schwingungen. Und wenn wir in einer hohen Schwingung der Liebe sind und in unserer Macht oder in unserer Kraft, in unserem göttlichen Selbst, dann können die da gar nicht mehr, dann kann das, was da nicht mitschwingt, was nicht so hoch kommt in der Schwingung, das kann dann da nicht mehr Einfluss drauf nehmen. Das heißt, diese Schwingung ist viel höher als diese Schwingung der Angst und der Manipulation. Also wie gesagt, wir müssen uns von den Ängsten befreien, indem wir uns das einfach alles bewusst machen, was läuft, da auch nicht angstvoll drauf reagieren und sagen, oh Gott, da gibt es irgendwelche mächtigen Wesen, die uns manipulieren, sondern dass, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir vor denen keine Angst haben brauchen, weil die eben nicht wirklich Macht über uns haben, sondern nur die Macht, die wir ihnen geben. Und dann können wir in unsere Größe gehen und dann können die einpacken, sage ich mal so. Valentin, ja, zu deiner Frage wollte ich noch sagen, es ist wirklich so, dass jeder das für sich selber entscheiden muss, jeder sich dessen selber bewusst sein muss. Ansonsten, ja, das muss jeder erkennen. Und zweitens, vielleicht wäre es ganz gut, wir würden aus unserem Vokabular das Wort gegen irgendwann mal streichen können. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, Freimaurer sind weder gut noch böse oder die Freimaurerei an sich und wir müssen uns selbst unserer Macht bewusst werden. Jetzt war ja damals angekündigt von Schröder, 68er, der Marsch durch die Institutionen. Jetzt stelle ich mal die Behauptung auf, wir müssen heutzutage vielleicht darüber nachdenken, einen Marsch durch die Geheimgesellschaften zu machen. Das ist wunderbar. Darf ich bitte, bitte, bitte mal ganz kurz eine Sachlage klarstellen? Eine Dame hat hier also aus dem Innenchat hier etwas eingesetzt. Und zwar, ich lese es mal vor. In der Esoterik von Gesetzen zu sprechen, ist an sich schon widersprüchlich. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Gesetz ist eine Sammlung von allgemeinen verbindlichen Rechtsnormen, die in einem förmlichen Verfahren von dem dazu ermächtigten staatlichen Organ, Bindestrich dem Gesetzgeber, Bindestrich erlassen worden ist. Ich möchte zur Richtigstellung, ich spreche nicht von den bürgerlichen Gesetzen, sondern ich spreche von den universell gültigen Gesetzen. Das ist der kleine Unterschied, deswegen ist dieses nicht widersprüchlich. Okay, das haben wir verstanden, das sind die universalen Gesetze. Jo, was hast du das jetzt noch, diesen Marsch durch die Geheimgesellschaften? Das ist mal meine Behauptung, wäre heutzutage adäquat, um was bewirken zu können. Halte ich für sehr gefährlich, weil wir uns dann eben in deren Energie hineinbegeben. Wenn wir in die Geheimgesellschaften gehen, dann müssen wir im Grunde ja schwören, dass wir das, was wir da drin erleben, geheim halten. Und dass wir gerade in den Freimaurerlogen, die müssen ja schwören, dass wenn sie es verraten, dass sie dann sozusagen sogar hingerichtet werden können, geschächtet werden können oder Kopfkürzer oder auch gehängt und so weiter. Es gibt da viele schöne Todesarten. Also, dass wir da reingehen, um dann Marsch durch die geheimen Gesellschaften zu machen, halte ich nicht für eine gute Idee, weil wir dann eben natürlich da in diese Energie auch gehen, die eigentlich nicht gerade erhebend ist. Ich denke, diese Geheimgesellschaften werden natürlich auch Probleme haben, einfach mit dem Nachwuchs, weil wenn immer mehr Menschen erkennen, was läuft dann und was für ein Mummenschanz da getrieben wird in den Logen, dann fragen, das hätte man sich vielleicht vor 100 Jahren, fand man das vielleicht toll oder vor 50 Jahren noch, dass man sagte, Mensch, da sind honorige Leute drin in der Freimaurerloge, da will ich auch rein. Heute fragen sich die jungen Leute, glaube ich, was soll ich da? Und die haben also dann irgendwann Nachwuchsprobleme. Ich denke nicht, dass wir die unterwandern müssen, sondern wir machen einfach
unser Ding sozusagen, dass wir, wie gesagt, jeder für sich versucht, sich Dinge bewusst zu machen und sich einfach von diesen Manipulationen zu lösen. Und dann können die da in ihren Logen Rituale machen, wie sie wollen. Das wird uns außen dann in unserer höheren Schwingung dann gar nicht mehr unbedingt betreffen. Das wäre mein Weg, den ich vorschlagen würde. Aber was passiert? Ich weiß es nicht. Ja, aber das ist doch die Frage. Ist es denn nicht so, dass die viel Macht haben? Wie gesagt, die haben die Macht ja nur dadurch, dass wir sie ihnen geben, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir uns manipulieren lassen. Wenn wir uns nicht mehr manipulieren lassen, dann haben sie eben keine Macht mehr. Gut, sie haben Machtinstrumente teilweise, und ob wir Zugriff auf die Armee haben wollen, auf Waffen, auf Atomwaffen haben wollen, ich möchte keinen Zugriff darauf haben. Ich will auch keine Macht haben, ich will auch keine Kontrolle haben. Die können ja nicht mal ihren eigenen Schulgang kontrollieren. Wie wollen sie die Menschheit kontrollieren? Das wird einfach nicht funktionieren. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, wenn wir uns nicht mehr kontrollieren lassen. Ja, eine Frage noch, bevor ich Frieda wieder begrüße. Der stille Revoluzer, was meinst denn du? Eine philosophische Selbstverpflichtungserklärung und mit diesem Rüstzeug dann in so mächtige, in Anführungsstrichen, mächtige Institutionen zu gehen, um dann zum Guten hinzuwirken. Meinst du, das geht auf? Nein, das geht nicht auf, weil in dem Moment, in dem ich mich einer Organisation anschließe, wie immer, wie positiv sie auch gemeint sei, in dem Moment gebe ich meine Selbstbestimmung ab. Ein Kreis, eine Verbindung, ein Verein, ein Club darf keinesfalls aus irgendwelchen Verpflichtungen bestehen, sondern er muss freiwillig unter der Option ich bin ich und du bist du entstehen. Und erst wenn diese Freiwilligkeit vorhanden ist, wird auch erkannt, dass ein Ring bilden oder eine Loge bilden oder ähnliches völlig überflüssig ist, weil die Einigkeit durch das Einssein des Bewusstseins von selbst entsteht. Ja, aber wir sehen doch, dass der Council of Foreign Relations schaltet und waltet, wie er will. Man kann davor die Augen ja nicht verschließen. Das tun die ja, sollen die ruhig. Ist doch deren Problem, oder? Naja, das ist halt so eine Sache. Also man muss den gegebenen Umständen schon Rechnung tragen. Jetzt begrüße ich aber trotzdem erstmal Frieda wieder. Hallo. Du bist noch stumm geschaltet. Ach so, alles klar. Okay, ich hab's gefunden. Danke, ja, schönen Gruß an euch alle. Erstmal. Und meine konkrete Frage, weil ich das in meinen Recherchen noch nicht so rausarbeiten konnte, was konkret beherrschen diese Illuminaten und haben die zum Beispiel auch was mit, wie weit reichen die Arme von den Illuminaten in Bezug auf den muslimischen Glauben, das Judentum, das Christentum, wie weit reichen da die Arme dieser Macht? Jo, bist du? Ja, ich kann es natürlich nicht absolut sagen, aber ich denke, sie sind eben sehr weit schon vernetzt und kontrollieren sehr viel, eben auch die Religionen. Es ist ja so, dass der Islam jetzt nicht unbedingt eben was völlig Eigenständiges ist. Also die drei Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, basieren ja eigentlich auf den gleichen abrahamitischen Büchern, also den Büchern Moses. Und trotzdem bekämpfen sie sich. Das alles sind Instrumente, von denen eben diese Religionsvorstellungen überhaupt, die auf diesen Gottesvorstellungen beruhen, die wir im Alten Testament gerade finden, dass da Gott im brennenden Dornbusch erscheint und so weiter. Dass die Religionen eben schon auch verwendet werden. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt eben verschiedene Zweige der Illuminaten und möglicherweise eben auch verschiedene, die sich bekämpfen, also die auch auf einer gewissen Ebene tatsächlich durchaus dann gegeneinander kämpfen. Inwieweit das alles kontrolliert ist von irgendeiner Spitze, die sagt, okay, aber es ist tatsächlich so, wenn es gibt ja
alte Schriften, die gefunden wurden, die zum Beispiel die Planung von drei Weltkriegen beschrieben haben. Und genau das, was nach, die also vor dem Ersten Weltkrieg gefunden wurden, die also tatsächlich beschrieben haben, was passieren würde in den ersten beiden Weltkriegen und was danach passiert ist, ist genau eigentlich so passiert, wie die das geplant haben. Und der Dritte Weltkrieg sollte eben zwischen dem Christentum und dem Islam stattfinden. Und wenn wir das im Moment beobachten, deutet ja alles darauf hin, dass man unbedingt jetzt den Islam bekämpfen muss, hier als Terror, Gefahr und was weiß ich. Das ist das tatsächlich in die Pläne passt von denen, dass wir gegen die kämpfen und möglicherweise dann den Dritten Weltkrieg damit entfachen. Nur ich denke mal, die sind einfach mit ihrem Plan weit hinterher und auch wenn der Erste und Zweite Weltkrieg so geklappt hat, wie sie sich das geplant haben, ist der Dritte Weltkrieg meines Erachtens, gut, man könnte sagen, wir befinden uns im Dritten Weltkrieg, aber ich würde es nicht so sehen, dass es einfach nicht so funktioniert, dass dieser Plan eben, und das sehe ich generell so, dass viele Pläne, die die haben, einfach im Moment nicht mehr funktionieren, auch wenn die vor 50 oder 100 Jahren durchaus noch so funktioniert haben, weil die einfach die genau wissen, wie man die Menschen manipuliert, wie man die Menschen kontrolliert, wie man die Geister der Menschen quasi bearbeiten muss, damit sie zu bestimmten Reaktionen oder bestimmte Reaktionen machen. Und das funktioniert heute meines Erachtens einfach nicht mehr. Das ist aber nur meine Ansicht, aber ich denke wirklich, dass das wichtig ist, dass wir sagen, sie haben über Jahrhunderte möglicherweise sehr genau planen können und ihre Pläne durchziehen können und sie können es im Moment nicht mehr, weil einfach da ein neues Element reingekommen ist, nämlich, dass die Menschheit erwacht. Okay, danke. Okay, also wir haben jetzt den Dritten Weltkrieg angesprochen, das hat auch Albert Pike in einem Brief an Mazzini geschrieben und das war ein Großmeister, 33. Grad der Freimaurerei. Wollen wir denn jetzt nicht mal auf die Wappen hinweisen, weil ja die Frage kam, ist denn der arabische Raum auch schon involviert oder wie weit reicht die Macht von irgendeinen freimaurerischen Gruppen, sage ich jetzt mal, anstatt von Illuminati. Und zwar zeigt sich das an den Pentagramm, das ja auf vielen Flaggen zu sehen ist. Und diese Sterne stellen Familien dar. Und man sieht durch die Wappen die Zugehörigkeit der Arabischen Emirate bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate und die Arabische Liga. Also, und der Dritte Weltkrieg soll nach Pike zwischen Arabern und Zionisten stattfinden. Was meinst du? Sind wir schon mittendrin oder? Ich würde erstmal etwas, was du eben gesagt hast, nochmal richtigstellen, weil du sagtest, egal ob wir es Freimaurer oder Illuminat nennen, der 33. Grad der Freimaurerei, das ist gerade die unterste Grad, um in die Illuminaten reinzukommen. Das heißt, die Freimaurerei ist noch weit darunter und die Freimaurer, die glauben, sie sind irgendwo vielleicht an der Spitze der Loge, die haben über sich immer noch was anderes und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht alles in einen Topf werfen. Aber das ist auch nur so, wie ich es gehört habe. Auf der anderen Seite hast du recht, dass wir überall auch in der arabischen Welt dieses Pentagramm sehen und selbst in China, wo wir sagen, ja, vielleicht ist die asiatische Welt eben noch nicht kontrolliert von diesen Mächten, auch da finden wir ja auch das Pentagramm überall. Und dann, also ich denke, diese Zeichen sind überall zu sehen, aber trotzdem müssen wir mal aufpassen, es ist eben nicht so leicht, eben alles komplett zu kontrollieren. Es sind überall Menschen drin und auch wenn die Illuminaten überall drin sind und überall manipulieren können, dann gibt es doch überall auch Menschen, die erkennen und vielleicht dann dagegen arbeiten oder etwas nicht mitmachen. Es gab ja zum Beispiel im Jugoslawienkrieg auch mal einen General, der gesagt hat, wegen ihnen werde ich den Dritten Weltkrieg nicht anfangen. Also der sich durchaus bewusst war, dass das geplant war. Jetzt, ich glaube, das ging darum, irgendwie die chinesische Botschaft zu bombardieren oder was auch immer, dass der gesagt hat, nein, ich reagiere jetzt nicht so, wie mir befohlen wird, denn das könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Also wie gesagt, es gibt die Zeichen, dass sie überall drin sind. Aber trotzdem funktioniert keineswegs alles, was sie planen. Ja,
Ich würde an der Stelle aber doch noch meine Aussage unterstreichen, dass ich sie nicht Illuminaten nennen würde, sondern Familien. Und über Blutlinien und Erleuchtung, das beißt sich. Also du kannst zwar beides sein, aber es sind zwei verschiedene Gruppen. Viele Gruppen. Ich habe es ja gesagt, es ist natürlich immer ganz gefährlich zu sagen, die Illuminaten oder die Freimaurer oder die Familien. Es gibt auch Häuser und Familien. Eine Familie ist nicht das gleiche wie ein Haus und eine Blutlinie muss nicht unbedingt im gleichen Haus sein. Das kann auch in andere Häuser übergehen und in andere Familien. Also das ist sehr verwoben und sehr komplex. Also egal, was wir da sagen, das kann immer nur, das ist immer verallgemeinert und immer sehr gefährlich, wenn wir sagen, die Illuminati oder die Freimaurer oder die, was weiß ich, oder das Pentagramm. Es ist, bedeutet nicht immer, dass alles absolut unter Kontrolle ist. Das ja. Hat viele Facetten. Was denkst du denn, wie viel Macht hat denn noch der Vatikan? Der hat sehr, sehr, sehr viel Macht. Aber inwieweit jetzt wer mehr Macht oder weniger Macht hat, möglicherweise steht er ziemlich weit an der Spitze. Aber hat ja auch über die Vatikanbank, ne, das geht ja, die haben ja unglaubliche Summen und geht ja an alle Bereiche, auch bis in Pornografie und Prostitution, wo die ihre und Waffengeschäfte und so weiter. Also die sind sicherlich sehr, sehr mächtig, aber wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wer wie viel Macht hat. Ich weiß nicht, wer es wirklich sagen kann, weil möglicherweise eben da auch einige sich mehr machtvoller darstellen, als sie es eigentlich sind. Und wichtig ist eigentlich für mich eigentlich immer, wie viel Macht geben wir denen? Und indem wir dauernd jetzt über sie reden und uns sagen, sie sind sehr machtvoll, gestehen wir ihnen das ja auch zu. Und wenn wir ihnen das nicht mehr zugestehen würden, das wäre eigentlich das Entscheidende, dass sie dann ihre Macht verlieren. Und ich glaube, das ist eben das, was passiert. Ja, super. Ja, also der Meinung bin ich auch. Nichtsdestotrotz müssen wir immer die Hexenverbrennung und den Zweiten Weltkrieg im Auge behalten, wie sich das alles entwickeln kann. Perkunos, du bist nochmal hier. Hallo. Ja, hallo. Joe, ich habe noch eine Frage. Ich habe vor 3 Wochen mit Professor Walter Veit gesprochen. Wie schätzt du seine Arbeit ein? Ich meine, ihr seid ja doch auf gleicher Linie und hätte mich mal interessiert, wie du seine Arbeit einschätzt. Einige Videos von ihm gesehen sind natürlich sehr fundiert, dass ich glaube, er weiß wirklich teilweise sehr, sehr, sehr viel genauer und könnte hier einige Fragen, die hier gestellt werden, über die Strukturen der Illuminaten und des Vatikans und wer wie viel Macht hat, könnte er vielleicht viel bessere Antworten geben als ich. Für mich ist es eben nicht so wichtig, mich da so genau mit zu befassen und diese Strukturen genau zu durchleuchten, weil das eben für mich eben auch eine aussterbende Sache ist, wenn wir uns davon befreien. Das ist eigentlich mir im Moment wichtiger. Aber der Professor Veit hat, wie gesagt, sehr viel Wissen über die Strukturen und sehr viel rausgegeben, was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist für unsere Arbeit generell. Das möchte ich schon sagen. Also wenn du den mal wieder triffst und frag ihn ruhig, ob er mal Lust hat, auf BewusstTV ein Interview zu geben. Ja, das werde ich meinen. Noch eine zweite Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Weil eben ja die Rede auch vom Papst war, wie siehst du die Aussage von vielen, die gerade in der Esoterik auch tätig sind, dass es nach dem kirchlichen Weltrecht, so möchte ich das mal ausdrücken, dass viele sagen, der Papst hat auch ein Vetorecht, das er nicht wahrnimmt. Wie siehst du das? Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, das müsste man wissen. Das sind natürlich Details, die man vielleicht irgendwo hört und vielleicht richtig oder falsch sind. Aber ich bin vorsichtig, Fragen zu beantworten, wo ich das Wissen nicht dazu habe. Und ich werde da eben auch vorsichtig etwas zu behaupten oder anzunehmen. Und man, dann nützt es einem ja nur was, wenn man wüsste, welche Absicht hat der Papst, dass sie auf welcher Seite steht er sozusagen. Aber ich denke, für mich ist immer, wie gesagt, viel wichtiger, wie befreien wir uns davon. Und dann müssen wir gar nicht wissen, ob der ein Vetorecht hat oder was auch immer. Es ist ja nur, wenn wir ihm auch die Macht geben, ne? Über den Glauben zum Beispiel. Ne? So, ich hab noch eine Frage. Danke dir.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Zwei Fragen, weil wir langsam auch zum Schluss kommen. Ganz, ganz kurz. Und zwar eine auch noch aus dem Raum. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, ich bin bei YouTube auch zu finden. Ich denke, da kann man einfach mal dann Suchbegriff Joe Conrad oder BewusstTV eingeben. Aber der wird nicht so gut gepflegt wie BewusstTV. Also bei BewusstTV setze ich natürlich alle paar Tage was rein. Bei YouTube ab und zu mal was, wenn ich nochmal Langeweile habe oder zu viel Zeit. Aber es werden viele Interviews von BewusstTV, die werden auch von anderen bei YouTube hochgeladen. Also okay. An der Stelle möchte ich ganz deutlich nochmal bewusst mit 2s.tv hervorheben. Das war der Gast Joe Conrad. Wir haben die Freigabe, noch eine Stunde Extrasendung zu machen. Aber aus Koordinationsgründen gebe ich an der Stelle nochmal, möchte ich den Hinweis machen, jeden Dienstag Sendung Erleuchtung und Illuminati bei www.okitalk.com. Nochmal www.okitalk.com. Ladet euch Mumble herunter und kommt live in die Sendung. Der Podcast ist unter www.cracker.info zu hören. Ich wiederhole www.cracker.info. So, ich stoppe jetzt erstmal diese eine Aufnahme mit 2 Stunden. Ich verabschiede mich von diesem Podcast und stelle einen zweiten Teil mit noch einer einstündigen Sendung ein als Teil 2.